es ist äh, Mittwoch schon wieder <laughs> es fällt in letzter Zeit immer auf Mittwoch der 9. November 2022 es ist 18:06 Uhr herzlich willkommen zur 407. Ausgabe vom Cagecast hier auf Hardcore-Wrestling.de zum Review von Crown Jewel der letzten dem dem letzten Premium Live Event von World Wrestling Entertainment aus dem wunderschönen Saudi-Arabien. Das Land ist sicherlich, hat sicherlich auch schöne Ecken, aber man hört halt nicht so viel Positives davon, äh, meist in den Nachrichten. Äh, wir haben eine ganze Menge Matches gesehen. Die Show ging dreieinhalb Stunden. Und dazu habe ich mir natürlich wieder den größten Fachmann des Wrestlings im deutschsprachigen Raum eingeladen. Den Franchise. Digga, ist doch gar nicht ja. da. <laughs> Nein, vielen, vielen Dank für das nette Intro. Ich versuche mal drauf zu ploppen. Yeah! Ja, funktioniert das. Sehr geil. Groß nach draußen. Das ist doch mal, äh, also besser kannst du doch gar nicht hier starten, denn äh, ich sag mal so, viel von dem, was bei Crown Jewel passiert ist, ist jetzt nicht so wichtig. Die Show hatte einen Main Event, der auch ganz klar riesig beworben wurde und andere Matches und ein Segment, wo ich am Ende da saß und mir da so dachte, oh. okay. Ja, mein Tippspiel, wo der Franchise 2 zu 0 zu null zu null führt. Schöne Grüße übrigens von Fanny, der sich erstmal, nach <laughs> <laughs> nachdem wir uns hier ausführlich über seinen Tiebreaker lustig gemacht haben, sich erstmal äh, beschwert hat, dass wir doch was Besseres uns vorstellen sollen. Er hat schon angedroht, er müsste mal wieder dabei sein, um uns äh, um doch mal wieder hier für, Moment, ich, ich zitiere, weil ich wenn nichts Falsches sagen will. Ach, kann ich jetzt nicht. Ach nee, wird Zeit, dass wir wieder vorbeikommen und ein paar Widerworte gebe. O-Ton. Zugegeben, unser, ähm, ja, unsere humoristische Aufarbeitung seines, äh, seiner tiebreaker wahl war ja ganz berechtigt. Wenn sie berechtigt gewesen wäre, hättest du den Tiebreaker ja gewonnen. Auf die Sekunde genau. Hätte ich das? Nein. Naja, wir hatten ja so argumentiert, dass der Entrance immer gleich lang ist. Ach so. Das heißt, indem dem so gewesen wäre, dann ist ja. Ja, wirklich, ja. Na, ja, aber man musste sich natürlich für dieses Special Event auch etwas einfallen lassen, um den Entrance nochmal 10 Sekunden zu ziehen. Äh, Im Ausschlag wäre es sowieso gut für dich gewesen, aber zwischen uns hat er sich letztendlich nicht entschieden, weil andere Dinge passiert sind. Wir fangen an, die Pre-Show war Nonsens, darüber brauchen wir nicht zu reden. Es ist nichts passiert. Es, es ist, die Leute, die Leute waren da, die Leute haben geredet. Aber nach einem von Titus O'Neill äh, erzählten Videopaket ging es dann direkt los mit dem ersten Match und eins, worauf wir uns ja im Vorfeld ja ein bisschen gefreut haben. Ne? Nämlich Brock Lesnar gegen Bobby Lashley, keine schweren Titel auf den Schultern. Man möge meinen, okay, nichts, keine Booking-Entscheidungen. Außer dass Brock Lesnar wahrscheinlich gewinnen wird, weil ne Bobby Lashley hat das eine Match gewonnen und ne er wird wahrscheinlich gewinnen, aber er kann ja auch klar gewinnen oder eindeutig und nach einem langen Match da könnte ja was oder nach einem guten Match, nach einem explosiven Match, ja, <laughs> ja, es war dann ein Squash und dann hat man ein, äh, hat man das Bret Hart gegen äh, Steve Austin Finish gezeigt. Hätte ich mitgerechnet, Hätt mit als wir uns drüber unterhalten haben, ganz klar. Also, so, so zwei feine Techniker wie Brock Lesnar und Bobby steht, dass die das auspacken, <laughs> war ja <quasi lacht> zu erwarten. Ja. Oh, das ist ein Letdown. Holy shit, war das ein Letdown. Und einen die Matchlänge, rund sechs Minuten, ist schon mal nicht viel. Das kann man natürlich sagen, inzwischen ein paar, muss es auch nicht ewig gehen, ja, ist richtig. Und das war für mich so ein. Irgendwie so ein Relikt aus alten, nicht ganz so schönen Brock Lesnar-Zeiten. Das, erstmal eine Pre-Match-Attacke, nur kam die diesmal nicht von Lesnar, sondern von Lashley. Und im Prinzip hat Bobby Lashley den Brock Lesnar der, der vergangenen Jahre gemacht. Er hat ihn halt puttgehauen. Gab den obligatorischen Spot durch die Barrikade. In Brock Lesnar-Matches muss die Barrikade draußen immer kaputt gehen. In Match Nummer 1. <laughs> In Match Nummer 1. Aber inzwischen hat man ja auch gelernt, wie man die wieder aufbauen kann. Und dann, wie du schon sagtest, hat Bobby Lashley, Brock Lesnar im Prinzip gut gesquasht, hat ihn dann lange, lange im Hurtlock. Es war für mich nicht eine Sekunde realistisch, dass Brock Lesnar aufgeben wird. Äh, man hat versucht, da Spannung aufzubauen. Ja, und am Ende, wie du schon sagtest, Brock Lesnar geht <laughs> den Apron, oder geht, geht die Ringseile hoch in der Ecke, lässt sich auf Bobby Lashley fallen und pinnt ihn dadurch bis drei. Und äh, dieses Match, wie wir uns erwartet haben, hey, das wird geil, das wird eine Schlacht, das gibt am Ende einen klaren Sieger, hat nichts geklärt und war dabei auch nicht wirklich gut. Nein, weil man ja auch speziell dann jetzt auch bei Raw, wenn man das Endsegment sich angeguckt hat, weil aus historischen Gründen sollte man das tun, wir gehen darauf nachher noch ein, äh. Äh, wird ja auch es ganz klar so verkauft, als wenn Bobby Lashley Brock Lesnar halt zerstört hätte und ihn niedergemacht hätte, was ja de facto stimmt. Aber so ein Match und so ein Ausgang suggeriert dann halt wieder, dass Siege und Niederlagen relativ egal sind. Ne, und, und, und Bobby Lashley natürlich auch ein bisschen doof, weil er nicht den Hurtlock losgelassen hat, äh, ne, kann man sagen, oh überrascht und geht nicht so ganz und wenn so ein, Mo egal auch wenn du ein Monster liegt, wenn ein Monster auf dir drauf liegt, ist halt relativ schwer da rauszukommen, kann ich noch akzeptieren. Ähm, ich finde es, also ja, man hätte natürlich damit rechnen müssen, dass es ein Brock lesnar s Smash werden wird, aber ich habe mir dann doch ein bisschen mehr erwartet und äh man baut jetzt irgendwie das das Rem also man wird jetzt noch ein drittes Match irgendwann zeigen, wann auch immer man das zeigen wird, ob demnächst oder bei WrestleMania, wann auch immer es sein wird. Brock Lesnar hat noch ein Match auf der auf Karte, ansteigen die noch ausgestempelt werden muss. Ähm, das wird dann wieder gegen Bobby Lashley sein. Und ich kann mich aber dann halt nicht drauf freuen, weil wir jetzt, jetzt zwei Matches hatten. Das eine endete aufgrund von dem notwendigen Finish für WrestleMania halt so, dass man eine. Brock die Titel abnehmen musste, ihn aber im Rumble reingesteckt hat, damit die beiden aufeinandertreffen können. Das ist schon ein bisschen so, so ja, muss man machen, säuerlicher Geschmack. Und jetzt hattest du halt nicht die Notwendigkeit für sowas. Und dann, dann versuchst du halt, das, das, was man bei der WWE leider in letzter Zeit relativ oft sieht, man stellt Fragen und kriegt dann keine Antwort. Und ich habe nichts, ich habe kein Problem damit, dass, dass wir warten müssen auf die Antwort. Das ist Wrestling, dass man... Ne, dass man die Antwort so weit wie möglich nach hinten zieht. Aber das halt mich. Ich habe jetzt nicht so Bock auf ein drittes Match, wie ich es gehabt hätte, wenn das Match richtig gut gewesen wäre. Hätte doppelt so lang. zwölf Minuten. Ich will gar nicht 20. Ne, aber gib mir mehr als, als fünf und ein paar zerquetschte. Und dann hätte ich eventuell auch mit dem Finish leben können. Aber so hat es mir halt nichts gegeben. Und gerade bei so einem Match, wo ich mich dann schon ein bisschen drauf gefreut habe, ist es schade ab ja, was du sagst, ne, das ist, ich weiß nicht, wo das hinführen soll, Bobby Lashley, ich, ich kann dir nach Raw immer noch nicht sagen, ob er Heel oder Face ist. Äh, ja. ist, völlig unklar für mich, Kressner ganz klar immer noch Babyface, ich glaube, das wird man auch, solange er jetzt da ist, nicht mehr ändern, was auch gut ist, die Crow geht auf ihn ab. Noch ein großes Star und ja, wenn wenn das das Brock Lesnar WrestleMania Match wird, kann ich mich da auch nur bedingt drüber freuen. Auf der anderen Seite sage ich mir, dann ist er weit weg von jedem Titel geschehen und ist auch weit weg davon, irgendeinen Mit-Kader -Mit zu squashen. Keine Ahnung. Ähm, als Aufbau für ein potenzielles WrestleMania Match war das trotzdem dürftig, ja, sowohl was die Erwartungshaltung im, im Ring angeht, die man jetzt haben kann, äh, als auch storyline-technisch war das jetzt nicht. Ja, aber vielleicht der hat Brock Lesnar danach noch attackiert. I dem wird dem wird's dann mhm. wahrscheinlich um in drei Monaten wieder einfallen, wenn der Rumble ist? Oh, Da war ja was. Das kommt ja noch Anstatt dazu, weiter ne? zu ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Wenn so ein Aufbau, wenn man müsste, dass jetzt so irgendwie sie ne, bei, bei der Survivor Series nochmal aufeinandertreffen würden, dann könnte ich vielleicht das noch eher verzeihen, als wenn wir es jetzt alle Business as usual machen. Bobby Lashley hat verloren, kann aber sagen, ich habe ihn dominiert und dann erinnern wir uns halt wieder dran, wenn's wenn's Zeit wird. Das 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 viele Nebengeschmäckles ne für, für ein Match was meine hat, war ja gar nicht schlecht war halt nur sehr sehr einseitig und, und wenig und das ist schade das ist halt schade wir haben aber alle auf Brock Lesnar getippt das ist gut aber macht ja keinen Unterschied wenn wir alle auf Brock Lesnar tippen es gibt halt nur zwei Matches bei dieser, es gibt halt nur zwei Matches bei dieser Show die den Ausschlag gemacht haben und äh, ja mal gucken wie wir so uns bei diesem Match schlagen, geschlagen haben denn eins davon fand dann als nächstes statt denn es ging um die Women's Tag Team Titles. Asuka und Alexa Bliss haben ihre Titel verteidigt gegen Damage Control. In einem Rematch von Monday Night Raw. Das war, in meinen Augen, das zweitbeste Match des Abends. Für mich war es das drittbeste. Okay. Ich, äh, ich hatte, also es war, es war nicht atemberaubend, um Gottes Willen. Es war solide Wrestling-Action, ganz nette Moves, nette Austausche. Alle haben sich ganz gut geschlagen, hat mir echt nett gefallen. Ja, das Finish, das Finish. War so ein bisschen so, es ist, Das ist oft so, dass man sagt, das Finish. Sagen wir, heute, sagen wir das heute noch ein paar öfter? Mindestens einmal auf jeden Fall danach. Äh, da gucken wir. <laughs> Aber da sage ich nicht nur oh das boy. Finish. <laughs> Denn äh, Alexa Bliss stand auf dem Top-Rope und plötzlich kommt Nikki Cross rein. die ja jetzt wieder nicht mehr Nikki A.S.H. ist, sondern sich rumcrossen darf wieder und äh, ein wenig verrückter ist und Dinge macht, die nicht heldenhaft sind. Ich meine, das hat sie sowieso nicht, aber jetzt ist sie wieder menschlicher, ja naja, auch nicht. Aber äh, sie ist nicht mehr eine Comicfigur, sie ist jetzt nur noch bekloppt, so wie wir sie kennengelernt haben. Und sie hat eben Alexa Bliss attackiert, nachdem sie ja schon am Montag, glaube ich, Bailey attackiert hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, erwähnt von... Also, sie sie attackiert sich gerade. So ja alle attackiert. Richtig, sie attackiert sich jetzt so ein bisschen durch die Gegend, ist jetzt aber mehr, glaube ich, auf der Seite von Damage Control, vielleicht, eventuell. Ich weiß nicht. Jetzt jedenfalls äh, dafür. Guck doch nur mal auf die Survivor Series Karte, weißt du, auf sie sie, Seite sie, sie, steht. Ist sie ist in dem Wargame-Swatch drin, ja. Gut, kann ja, auch, kann ja auch die Frage wieder sein: Can they coexist? Ja, also, ist ja. Also, <laughs> ja, Dakota, Dakota Kai weiß ja, wie man das macht im Wargames Match. Richtig, aber Dakota Kai hat die Situation ausgenutzt, konnte hier nach knapp 13 Minuten den Sieg einfahren und damit wechseln die Titel wieder zurück zu Damage Control. Ja, da toll. Ja. Warum dann Titelwechsel? Warum dann überhaupt? Ja. Das frage ich mich halt auch, ne? Dann, dann hättest du auch hier einfach einen, einen Titelmann springen können bei dem Damage Control verteidigt. Den Zwischenschritt zu Alexa bis in hat es nicht gebraucht. Eventuell, es gab ja auch im Vorfeld so ein paar Promo-Packages von den Damen, wie sie halt durch, durch Saudi-Arabien gezogen sind und da irgendwelche Fans glücklich gemacht haben. Das machst du vielleicht mit, mit Face Champions doch ein bisschen besser. Auf der anderen Seite braucht Alexa bis sicherlich keinen Titel auf der Schulter, wenn sie irgendwelche mh, wohltätigen Sachen da vor Ort macht. Keine Ahnung. Äh, ja, das Match, wie du sagst, das war vollkommen grundsolide, ne? die, die vier Damen haben da ähm, eine gute Arbeit ähm, gemacht. Also gerade die Anfangsphase mir ganz gut gefallen, in der Alexa wird relativ aktiv war. Ähm, mir gefällt, dass sie jetzt wieder normal ist. Sie kommt auch inzwischen ohne Lilly zum Ringen, was auch ähm, positiv hervorzuheben ist. Noch nicht ganz. 3D ist sie noch da. <laughs> 3D ist sie noch da, aber sie hat sie nicht mehr dabei, ne? Manche. Ja. Interpretieren ja ein bisschen was rein in ähm, das äh, Pre-Match-Interview, als die beiden, also Aska und Alexa Bis Backstage standen und plötzlich im Hintergrund das ähm, Ray Wyatt-Logo auftaucht oder der QR-Code, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Das war dieser, ähm, dieser Schmetterling oder was auch immer das sein soll. Äh, und Alexa Bliss reagierte, Alexa Bliss reagierte eben so ein bisschen, so. Uh, uh, so na? Interpretiere ich nicht über. Ich glaube nicht, dass Alexa Bliss nochmal diese, in diese Richtung kommt. Muss auch nicht sein. Äh, ja, obwohl die Titel jetzt sind, ist relativ egal. Muss man ganz da sagen, weil die Titel nichts wert sind. Das ist leider die traurige Realität. Nicky Cross Eingriff fand ich ein Lame, weil es halt wieder so ein, so ein, so ein Fuck-Finish war und zum anderen auch ein bisschen unpassend, weil du ja bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wusstest, auf welcher Seite steht sie eigentlich. Ne? Also für mich war das auch in dem Moment einfach nicht nachzuvollziehen, warum hat sie das jetzt gemacht. Sie hat jetzt keine Blutspferde gehabt gegen Alexa Bliss und gegen ähm, Asuka. Sie hatten eine Vergangenheit mit Alexa Bliss, das ist richtig. Die beiden waren ja auch mal zusammen Tag-Team-Champions, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und darauf könnte man aufbauen. Aber das hat man halt im Vorfeld einfach nicht. Und deswegen kam das für mich völlig aus dem Nichts. Äh, ja, wie gesagt, mich hat es dann immer ein bisschen geärgert, dass es, das war eines von den Matches, wo man auch hätte anders tippen können, was wir nicht getan haben, leider. Ähm, das war dann das für mich am schlimmsten. Ansonsten, wie gesagt, Lead action ähm, man verpasst aber auch nichts, wenn man sich es nicht anguckt. Ja, eine, eine Partei hat anders getippt, nämlich äh, das cagecast Cast Universe. Die haben auf Damage Control getippt. Äh, yay. Gut für euch. Haben wir sie wahrscheinlich noch reingeredet während der Preview, weil das ja ähm, eine Live-Abstimmung auch war. Ja, kannst du mal sehen, was wir so machen. Das Kudos. Kudos, äh, Kudos, Kudos, Kudos. Kudos, ja. Ja, ist richtig. Äh, gut für euch, damit seid ihr im, seid ihr im Vorsprung quasi. Adrian <laughs> Käfigkampf. Drew McIntyre gegen Carrion Cross. Mit Scarlett, die war dabei. Ja. Äh. Wir hatten einen Käfigkampf. Eine lange Zeit Einen normalen Standard-Käfigkampf. Man wirft sich gegenseitig in den Käfig. Man wirkt sich aber an den Seilen das, das Rumgerabbel. Es gab. Ja, der Saito Suplex von K Karen Cross, der sieht schön aus, ist vollkommen okay. Ne, Crosshammer, Future Shock, wie man es alles kam. Plötzlich ist Scarlett Bordeaux auf den Apron gestiegen und was macht Drew McIntyre, Face wie er ist, er lässt sich natürlich ablenken. Da ist schon angefangen. Wenn ich mir so überlege, es gibt ein Steel Cage-Match und du weißt genau, sie kann nicht eingreifen, theoretisch gesehen, in der Logik des der WWE und lässt sich trotzdem ablenken, weil... Er ist ein carry -and cross äh, Das konnte dann Cross ausnutzen. Es gab den Cross-Hammer und er ist hochgeklettert, wurde dann aber runter gesuperplext. Drew McIntyre geht dann zur Tür und was macht Scarlett Bordeaux? Was Fray. Genau wie beim, äh, beim Bull-Rope-Match. Was ein bull -Rope match das, das war ein Bull-Rope-Match, ne? Eins von den Matches, wow. wo sie sich gegenseitig... Da das ist ein Strap-Match. Ein Strap-Match, Strap danke, genau. Genau wie beim Strap-Match. Garencross Cross ist immer noch zu doof zum rausklettern. Er wird dann geenkelockt. Er wird abgehalten. Es gibt ein Headbutt. Scarlett Bordeaux kann dann äh, den, den Käfig wieder zuschließen. Anstatt dass Drew McIntyre irgendwie jetzt einfach wie ein Berserker mal, weil er es auch ein bisschen zu lang gedauert hat, anstatt hinzugehen und das Ding einfach aufzumachen. Nein, dann gibt Scarlett Bordeaux die Zeit, einfach das hier zu machen. Und dann gibt es das Wettklettern. Wett. Kriechen. Äh, Wett, äh, wer kommt als erstes raus? Denn uh, Joe McIntyre, der klettert dann einfach oben drüber und Karrion Cross muss sich theatralisch ja, zur Tür ziehen. Scarlett Bordeaux schließt das Ding wieder auf. Und weil da natürlich eine Ringtreppe ist und dementsprechend da Karrion Cross noch rüber müsste, Joe McIntyre aber die Gravitation auf seiner Seite hatte und deswegen auf den Boden fallen konnte, hat er dieses blutrünstige Match, wo bereits Autonfälle passiert sind, gewonnen, weil er zuerst mit beiden Beinen den Hallenboden berührt hat. Wow. Meine Instant Reaktion nach dem Match war, ja, das hat ja wieder richtig viel bewiesen. Met hat der ja, hat ja Joe, ja Joe McIntyre Carry'n'Cross auch so richtig fertig gemacht. Ich persönlich bin ja Jemand, der nichts gegen diese Escape-Bool im Steel Cage hat. Im mhm. Gegenteil, ich wäre aber, also ich wäre sogar dafür, dass solche Matches nur durch Escape enden, allerdings nicht durch die Tür, sondern wirklich nur oben drüber, dass du, dass du gezwungen bist, den Gegner so fertig zu machen, dass du in Ruhe drüber klettern kannst. Ne? Okay. Das hatte Drew McIntyre bis zu einem gewissen gerade auch getan. Nur erstmal das Timing war richtig mies. Es, ich habe ja schon viele, viele Steel Cage-Matches gesehen. Und dieses Wettrennen, also entweder sei es beide. Parallel an den Seiten runter, also oben drüber und an den Seiten runter. Batista Undertaker ist da ein relativ bekanntes Beispiel. Ähm, oder eben der eine oben drüber und der andere durch die Tür. Gab es schon diverse Male. Und das war mit Abstand das Schlechteste, was ich dahingehend gesehen habe vom Timing her. Ich hatte nie das Gefühl, dass Carrion Cross das schaffen könnte, weil Drew McIntyre einfach schon so weit war. Weiß ich nicht, wer da, ob Drew McIntyre zu schnell, so Cross zu langsam war, ob es wirklich so geplant war, so bescheuert auszusehen. Keine Ahnung. Das ganze Match war halt auch echt nicht dolle. Ne? Klar, du kannst den beiden handwerklich, finde ich, nicht so viel vorwerfen. Das also, was die gezeigt haben, war solide. Eine gewisse Intensität haben sie vermittelt. Ja, ja, ist alles okay. Aber Aaron Cross wirkte für mich einige Male relativ blöd, weil er am Anfang, als beide noch standen, wollte er rausklettern, was völlig unmöglich war. Und als er Joe McIntyre mal auf dem Boden hatte, hat er nicht daran gedacht, man vielleicht äh, versucht, nur hochzuklettern. Gleichzeitig war Joe McIntyre nicht besonders smart, weil er sich, wie du schon sagtest, auch hat von Scarlett ablenken lassen. Ey, das war nichts. Das war 13 Minuten gehende Langeweile gepaart mit komischem Booking und Timing. Was das ist ja auch, wie gesagt, den Abschluss dieser brutalen Fehde. Das wollte man mir suggerieren. Ich meine, Drake hat halt Cross ins Krankenhaus befördert vorher. Ähm, ja. und, und jetzt gewinnt er hier, weil er schneller über den Käfig drüber ist. Äh, nee. Dieses, diese Fehde hat am Ende Karen Cross nichts gebracht, obwohl er das gebraucht hätte nach seiner Rückkehr. Ich meine, dem Mainstream-Publikum war er bisher nur als. Ja, komischer Mastenträger, komische Mastenträger bekannt, wo äh, oh, ja. oh, er entlassen wurde. Und äh, jetzt kommt er zurück, ist nicht wirklich großartig im Ring, verliert am Ende gegen Joe McIntyre die Fede. Und Joe McIntyre selbst hat es auch nichts weitergebracht. Und ich weiß auch nicht, wo es mit dem hingehen soll. Ähm, ja. ah, nee, gesehen. Und ähm, habe ich auch bewusst ganz schnell vergessen. Das Problem ist ja auch, dass schon wieder Joe äh, Scarlett Bordeaux quasi dafür gesorgt hat, dass Karrion Cross in diesem Falle nicht 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 gewonnen, sondern dass er nicht früher verloren hat. Weil wäre Scarlett Bordeaux nicht da gewesen, hätte ja Joe McIntyre einfach rausgehen können. <laughs> also schon wieder, schon wieder nicht durch Karrion Cross' eigene Antriebskraft irgendwas gerissen. Weil auch sein Crosshammer ja nach dem Eingriff von Scarlett Bordeaux passiert ist. Also das ist, also ich habe... Man sieht selten Matches, wo so gar keiner irgendwie sie. Also Scarlett Bordeaux hat sich mal wieder als, als relativ gute Managerin äh, positionieren können, weil die hat es geschafft, die Tür richtig aufzumachen, die Tür richtig zu schließen, einzugreifen. Also sie hat vielleicht ihren Wert steigern können, aber Carol Cross sowieso nicht und Drew McIntyre, ja. Äh, ist ja jetzt im World Cup? Kann er ja gewinnen? Ja. Okay. Kann er. Er kann uh, also, sollte vielleicht den Niedersachsen-Cup gewinnen. Da kann er nächste Woche vorbeikommen. <laughs> ich habe äh, also hab mir den tipp äh, wieder geguckt mit mit, mit und ein paar Leuten im Chat. Ähm, war auch wieder sehr cool, hat das Ganze ähm, an einigen Stellen unterhaltsamer auch gemacht. Und irgendjemand hat dann vorgeschlagen: ein Mensch, ein geiler Spot wäre doch jetzt, wenn Joe McIntyre einfach die, die, die Käfigtür. Claymord und dadurch halt irgendwie rauskommt und gewinnt. Sowas wäre noch ein cooler Spot gewesen, was dem Match noch irgendwas gegeben hätte. Habe ich mir auch gedacht, dass er das hätte machen sollen, als sie es zugeschlossen hat, weil wie kannst du besser suggerieren, als diese dass die Eingriffstaktiken nicht funktionieren? Ja, einfach pure brachiale Kraft, aber nein. Er wartet und ist Gentleman. Okay. Ich finde es schlimmer, ich, ich habe ja nebenbei hier noch den, den, den Bericht auf prowrestling.net offen, ähm, um mich an viele Bruchstücke zu erinnern, die ich einfach schon vergessen habe seit äh, Samstagabend. Und ähm, der Kommentar von Jason Paul, der Chef auch von prowrestling.net, ist: An enjoyable match. Nö. Ja. Nee, ich hatte auch Bier getrunken während des Matches und fand es nicht gut. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Nicht das Match gesehen, vielleicht. <laughs> maybe. Ja, maybe. Zeit für Six. Äh, ja, erstmal kann man noch sagen, wir haben alle auf Drew McIntyre getippt. Yay. <laughs> ähm, Zeit für Six Man Tag Team Action. Wir hatten Judgment Day. Damien Priest, Ben Baylor und My Personal Friend Dominic Mysterio. Gegen The OC, AJ Styles, Luke Gallows und ja, Karl Anderson. Er war nicht irgendwo anders. Er ist hier gewesen. Man musste sich ja nochmal vergewissern. Aber. Wir haben die Situation über Carl Anderson, den New Japan Champion, ja, aufgedeckt. Äh, nicht überraschend. Ähm, ja, ne? Äh, das Beste an dem Match für mich, das Match war adäquat okay. Als, Doc, als Luke Gallows und Dominic Mysterio da waren, war die Phase recht kurz, aber sie existierte. Wir hatten kurz das Wrestling-technische Vakuum gesehen. Ähm, das Lustigste war dann, als äh, Rhea Ripley mit der Beth Phoenix-Frisur rausgekommen ist und am Kommentar gesagt wurde: Ha, das ist die Frisur der late great Beth Phoenix, weil äh, sie ja umgemangelt äh, wurde. Ja. Das war witzig, aber ansonsten, äh, ja, das war halt Beschäftigungstherapie. Ähm, am Ende konnte Finn Baylor tatsächlich mal ein Match gewinnen. Er hat den Kohlegras Gras gezeigt. Äh, das ist ja auch super clean. Ja, weil Rare Ripley natürlich mal wieder eingegriffen hat und äh, den Pinfall nach dem, nee, den, den Phenomenal Vorarm äh, selbst geblockt hat. Clean war, ja, nee, aber äh, ich, was, ich erwarte mir keine clean Finishes. Äh, äh, wir haben auch gleich eins bekommen, das war clean. Das war vielleicht zu clean, aber das war clean. Ähm, ja, äh, wie gesagt, es war, es war vollkommen okay, was man sich von diesen beiden... Teams erwarten konnte, da hast du einige gute Wrestler und einige schlechte Wrestler mit drin. Sie haben sich in etwa ausgeglichen. Nichts, was du nicht in den letzten Wochen auch bei Raw schon in etlichen Konstellationen gesehen hast und gesehen hättest. Äh, man hätte ja, um das vielleicht ganz, das Ganze interessanter zu gestalten, vielleicht Mia Yim, die ja einen Tag später dann debütiert ist für OC, was absolut in diese, die passt natürlich perfekt in diese Gruppierung rein. Äh. äh äh, äh, nee. Wie Carl wie, 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 wie Anderson Lucas das auch schon überall angehört hat? Ja, aber da kannst du wenigstens sagen, ja, AJ Styles und äh, die Good Brothers sind eben Bullet Club. Ne? Also die haben eben ihre Verbindung. Mia Yim tatsächlich eine Wrestlerin gewesen, die nicht im Bullet Club war. <laughs> Gibt nicht viele, aber. Vielleicht will ja Triple H Keith Lee wieder haben. Und hat deswegen sich so sehr um Mia Yim bemüht, damit <laughs> irgendwann Keith Lee auch zurückkommt. Ich, ich, ich hoffe, er hat, er hat Mia Jim für Mia Jims Qualitäten besorgt. Ähm, wenn sie hier debütiert wäre, hätte man vielleicht noch eine interessante Kante hier bekommen. Gut, dann halt nicht. Äh, auf Mia Jim als Equalizer für Real Ripley, das ist ganz nice. Da könnte es sicherlich das eine oder andere gute Singles-Match zwischen den beiden auch geben. Aber das ist bei Raw passiert und nicht hier. Und hier war es halt ein Six-Man-Tag-Team-Match, was man in den letzten Wochen oft genug gesehen hat. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man das mit mir eben noch erklären wird im Nachgang auch. Also, warum sie gewählt wurde von Styles, von Gellers und von Anderson. Ich finde es auch persönlich unpassend, dass sie jetzt erst am Montag rauskam, weil man hat gemerkt beim, beim Crown Jewel, okay, kommen gegen die drei plus Play eben nicht an, weil eben Rableplay doch da ist. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns jetzt hilft. Und es wird natürlich auch noch ein Match geben. Ich hoffe nicht, dass das das Herren Wargames Match sein wird. Das brauche ich wirklich nicht in der Konstellation. Output uh. es mich aber nicht. Ähm, Dominic Mysterio im Wargames-Match. Ja, Dominic Uff. Mysterio in jedem Match ist halt. Ich habe auch damals gewusst auf geachtet, was Dominic Mysterio so gemacht hat während des Matches. Das war echt nicht viel. Ne? Das, 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 Spektak <laughs> das spektakulärste war eine war ne über äh, nachdem er eingeteckt wurde, über das dritte Ringseil. Ähm, oh, kann gut fallen. Und, wir, <lacht> <lacht> wir bekommen dann später am Abend noch einen Naturtalent des Wrestlings zu sehen. <laughs> äh, ohne, äh, oh, 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 ohne genetischen Hintergrund. Ähm, wobei wir auch schon spekuliert haben, ob da vielleicht Kinder vertauscht wurden, äh, damals im Krankenhaus bei Steve. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dominik mit Cio kann jedenfalls nicht gut wresteln. Ähm, ändert nichts daran, dass Judgment Day, der Sieg, ja, prinzipiell auch schon ein bisschen was hilft. Die haben jetzt zwei große Pay-Per-View-Auftritte in Folge quasi gehabt. Dem OC tut es per se nicht weh, dass sie das erste Match zusammen nicht gewonnen haben, auch wenn ich es anders vermutet hätte. Ich hätte eben gedacht, dass die das ähm, gewinnen werden. So... Strecken wir es noch ein bisschen weiter. Ich finde das okay. Judgment Day ist weit besser, als sie es noch in ihrer Anfangszeit waren, als Edge dann weg war. Das, ist, das, das harmoniert inzwischen ganz gut mit den, mit den vieren tatsächlich miteinander. Das Match selbst war ja, aber, wie du schon sagst, das ist für standard Das hätte es auch bei Raw bringen können. Genau. Wir haben alle auf OC getippt. Das war falsch. Man weiß halt nie, wann... Na, Judgment Day, da weiß man auch nie, wann man tatsächlich mal die Siege ausgibt und wann nicht. Von der Präsentation her ist das ja alles gar nicht so schlecht. Auch äh, mal jetzt Dominik Mysterio hin oder her, aber äh, die Zielsetzung fehlt eben noch tatsächlich. Ne? Deswegen... <laughs> äh, oh Gott, das könnte ein Elimination-Match bei der Series werden. Ich möchte nicht Wargames und Elimination-Matches sehen, um Gottes Willen. Äh, Gott mir reichen schon die Wargames-Matches, durch die ich mich persönlich quälen muss, also Uff. apropos quälen na das war gar nicht so, das war gar nicht ging gar nicht in irgendeine Richtung, das nächste Match sodass ich sagen würde, das war scheiße oder das war gut, es war halt da Omos gegen Braun Strowman im Kampf der Giganten und das war tatsächlich ein, beides sind große Wrestler und sie versuchen sich gegenseitig umzuwemsen und am Ende kann der eine dann seinen Power Slam zeigen, was, passend, was ein passender Finishing-Move ist für Groß gegen Groß. Äh, ich fand's. Fand ich's besser als erwartet? Es war halt. Es, es war halt da. Es war halt da. Omos interessiert mich außerhalb des Rings viel mehr als innerhalb des Rings, weil wenn er wenn man dann sieht, hey, er hat seine Familie in Nigeria besucht, das war ganz nett. Oder er hat, da gibt es ein lustiges Video, wie er mit, mit einer etwas kleineren Dame des WWE-Stefs irgendwie, ein großer und ein kleiner, und sie machen ein paar Jokes. Sie kann nicht auf den Kühlschrank greifen und er kann dafür nicht von unten das Eis aus der Maschine holen. Ho, ho, ho. Da kann er wenigstens ein bisschen Persönlichkeit zeigen. So ist er halt ohne MVP verloren, der übrigens hier nicht da war, weil er nicht nach Saudi-Arabien gereist ist. Weißt, weißt du warum? Wegen seiner Herkunft, ich weiß es nicht. Wegen seinem Strafregister? Es es, es, nee, es, es, es ist wohl so, äh, habe ich dann auch was mitbekommen. Also wurde bei uns äh, im Chat so gesagt und ich ähm, finde, das klingt plausibel. Ähm, MVP war mal ähm, Moslem und äh, ist inzwischen aber Atheist. Ah, das, und das okay. ist wohl in Saudi-Arabien nicht, ist vielleicht nicht wegen strafbar, aber sehr, sehr ungern gesehen, wenn das da bekannt wird und deswegen. Okay. Hat er sich die Reise dann am Ende gespart. Okay. Ironischerweise ist er, glaube ich, auch erst damals, ist er Knast saß zum Moslem zum geworden. Also hat er schon. MVP hat schon viele Glaubensrichtungen durch den ja naja, ist ja, ist ja, äh, im, 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 im Knast äh, irgendwie nochmal noch mal zur Religion zu finden, ist ja jetzt nichts, was außerhalb der Norm ist. Muss ja nicht immer das Christentum sein oder was auch immer man so hört. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, hätte mir aber auch einfach sagen können, ich habe keinen Bock auf Saudi-Arabien, dann äh hätte ich das auch verstanden. Hier kann man viele Gründe verstehen. Omos hat es nicht geholfen. Stroman ist ist halt Stroman. und dann hat er sich unter der Woche auch nicht sonderlich mit Rum bekleckert, als er, als er seine Tweets rausgehauen hat im Sinne von Hey Omos, wir haben 37,5 Sterne Mensch gezeigt und sind viel besser als Flippity Doos und, und dann äh, legt er sich mit Ali an, der ein bisschen keck daneben reagiert hat mit Sag mir doch mal bitte, wie man sich hier wie man hier entlassen wird und Uh, Catering-Jokes, haha. Will Osprey hat sich noch eingemischt und dann sagte so Strowman, ey, ist doch alles nur Joke. Uh, ich glaube auch schon, dass er es nur als Joke meint. Ist dennoch scheiße, dass man sich so nach außen präsentiert. Zwei Gefühl zwei Wochen nachdem er wieder redeputiert ist. Also macht sich keine so, Freunde. Meine Mutter hat mir von Kindesbeinen an gesagt: Erst denken, dann reden. Uh, kann man heutzutage sehr gut auf Twitter ummünzen? Gebe zu, ich habe mir das auch nicht immer zu Herzen genommen, weil ich höre noch nicht. Aber sie hatte gerne <laughs> sehr recht gehabt mit ihrer Aussage. Und äh, Braun Strowman ist halt auch nicht der, der, der allerhäste Kopf vielleicht. Nein. Äh, ja, das Match war ein optisches Spektakel. Ich muss sagen, das war für mich bisher das beste Omos-Match, was ich gesehen habe. Okay. Weiß, dass das fantastisch war. Aber es war grundsolide, weil Omos auch gefühlt mehr Offensive gezeigt hat als jemals zuvor. Auch von, von der Variation seiner Moves war das Vollkommen okay, der Mann ist kein begnadeter Wrestler, der Mann hat keine Ausstrahlung, daran wird sich nichts ändern, aber in so einem, so einem Big Man-Match gegen Braun Strowman, das hat, finde ich, für die sieben, halb, acht Minuten oder so, was es ging, hat das, finde ich, schon funktioniert. Mir war dabei nicht langweilig. Ähm, man muss auch sehen, ich meine, von was man dann davor kam, ich meine, es waren auch nicht gerade die allerbesten Matches, dass man irgendwie hätte hier was runterkommen müssen. Deswegen habe ich das. Ich habe das. Der stellt der Card mal so positiv hingenommen. Der Powerslam von Braun Strowman sah beeindruckend aus, weil so ein, selbst, selbst für Braun Strowman ist es schon beeindruckend, so einen Koloss wie Omos einfach mal hochzuheben. Äh, ja, und dann gewinnt er halt clean. War in Ordnung, Fehde vorbei. Ich bin gespannt, ob man jetzt mit Omos noch mehr vorhat oder ob Triple H so nach und nach jetzt die ganzen Wins-Projekte abbricht. Ähm, ne, wenn er Omos wieder... Ähm wegschickt, ohne dem guten Omos persönlich was Böses zu wollen, wäre ich nicht traurig, weil ich, er, er bringt keinen Mehrwert zum WW-Produkt. Braun Sturman aber übrigens auch nicht. Sei auch mal gesagt. Ich sage tatsächlich, ich gehe tatsächlich sogar so weit und würde sagen, allein von zusätzlich, ne, Omos macht halt eine ganz nette Figur in Social Media und so, während Braun Sturman halt das Gegenteil ist. Wenn ich einen von beiden behalten müsste, würde ich derzeit sogar Omos sagen. Schickt den ins Performance Center lass ihn da ein, zwei Jahre ein bisschen noch trainieren und dann, du hast ja selbst gesagt, es ist Fortschritt zu erkennen. Nicht viel, aber es ist so. Während Strowman halt hingegen, der, der ist halt jetzt einen Monat da und es ist gefühlt schon wieder Sackgasse, obwohl du den halt ohne Probleme schnell in Main-Event-Spot pushen könntest, aber du tust es halt nicht. Mhm. Ähm, wir haben alle auf Braun Strowman getippt. Keine, kein Upset an dieser Stelle. Undisputed Tag-Team-Title-Match. Die Usos gegen die Brawling Brutes. Und das war in meinen Augen schon ein bisschen ein Letdown. Das war, also, das war okay, das war okay, aber das war ja im Vorfeld so ganz klar das Match, wo man sich so dachte, alles klar, das sind die Banger-Maschinen, das sind die fucking Usos, die werden jetzt so richtig einen rausrocken und mal wieder auf den Tisch legen, dass die WWE auch Tag-Team-Wrestling kann. Weil wenn es welche können, dann sind, sind das zwei von den vier Teams, die man da nehmen könnte. Und dann ging es zehn Minuten, was ich schon äußerst wenig fand für die beiden Teams, auch, auch gerade für Undisputed Tag Team Champions. Wenn die dann mal auftreten, sollten die in meinen Augen auch ein bisschen Zeit bekommen. Das kriegen wir jetzt wahrscheinlich am Freitag, wenn sie gegen New Day antreten, weil das halt auch gepusht wurde, das Match. Aber ich fand das halt ein bisschen sehr gradlinig und Oh, ich meine, natürlich keine Fragen, die irgendwie gestellt wurden, weil man wusste, dass dieses Match klar an New Day gehen wird. Aber man hat ja nicht mal ein bisschen suggeriert in meinen Augen, dass das hier in eine andere Richtung gehen könnte. Also, ich ich, ich habe mir mehr versprochen, ganz klar. Kann ich verstehen. Das war jetzt auch kein ähm, ein No Pun intended Banger Match. Aber hat das schon gefallen das was es für mich ein bisschen besser gemacht hat als eben das ähm, Women's Tag Team Title Match war einfach das relativ um, ja Finish ähm, dass wir hier eben nicht so einen, so einen Scheiß bekommen haben wie mit Dicky Cross eben im, im Women's Tag Team Title Match ähm, was auffällig war bei dem Match war dass die Usos nicht so richtig in Form waren, die waren nicht richtig bei der Sache. Es gab ein paar Moves, die nicht gut aussahen. Superkicks, die nicht ganz getroffen haben. Der Double Splash sah furchtbar aus von beiden. Also der, ähm, ich weiß nicht, ob sie da kurz mal an Terminer gedacht haben ähm, von der Ausführung des Moves her. Das, das hat gar nicht wirklich gezündet. Ja, das, das, das Finish war dann ganz nett. Also der 1D gegen, gegen Butch, der hat gesessen. Das war perfekt getimed. Dass die Osos hier verteidigen, ähm, stand für mich im Vorfeld nicht zur Debatte. Das war ganz klar. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir noch ein Match zwischen den beiden Teams. Äh, jetzt sind erstmal die New, Day, die New Day dran am Freitag, um zwei Tage, glaube ich, vorher zu verhindern, dass, ich glaube, es sind, glaube ich, zwei Tage, die dann die Teams trennen würden, dass die äh, Usos die New Day ähm, ablösen als am längsten amtierende Tag-Team-Champions. Das werden die Osos gewinnen. Ich glaube, da ob man nicht lange drüber reden. Aber ich finde das ganz cool, dass man das so aufgebaut hat. Aber dadurch hat man halt diese Titelverteidigung zu einer Übergangsverteidigung degradiert. Ne, vom, vom, Im Vorfeld schon. Und Ein bisschen schade, ja. Es hätte mehr sein können, aber mich hat es trotzdem unterhalten. Es war, war ein gutes Match. mal ja, auf die Usus getippt. Nichts Besonderes an dieser Stelle. Dann. Raw Women's Title Last Women. Standing Match. Bianca Belair verteidigte ihren Titel gegen Bailey. Ui, ein Comedy Match. Es war ein Comedy Match bis zu einem gewissen Grad. und Ich lache jetzt zwar, ähm, aber es war nicht schön anzusehen. Ein Last Man Standing Match, für mich das genaue das Gegenteil sein sollte. Und ähm, ich musste während dieses Matches viel, viel zu oft lachen. Eli äh, hat mir, hatte am Anfang des Matches viel, also sowohl k als auch äh, nicht k gezeigt, was nicht gepasst hat. Die hat sich, also, ähm, Dennis, ähm, schön groß an dieser Stelle, hat während des Guckens gesagt, ihre Lernkurve war sehr flach. Also, sie hat immer den gleichen Mist falsch gemacht, ne, dass sie halt nur eine lahme Aktion zeigt und sofort zählen lässt. Warum? es helfen soll, dass Bianca Belair, die in eine Treppe eingeklemmt ist, äh, noch eine Leiter dann drüber geschoben bekommt, als ob das ein unüberwindbares Hindernis wäre. Aber das war alles ganz komisch. Und dann braune sich da die Stage hoch. Und dann kam dieser unsägliche Spot mit dem Golfkart. Es Illy mit 5 kmh auf Bianca Belair zufährt und die mir suggerieren wollte, dass sie nicht ausweichen kann, obwohl links und rechts zwölf Kilometer Platz waren, sie so viel Zeit hatte. Aber an AW war das doch so toll, Franchise. An AW sind die aber schnell gefahren. Ich habe gerade. ist, Sam, ist, AW ist Sammy auch schnell weggerannt. Ich zitiere bloß. Ja, diese ganze AW-WWE-Geschichte ist ähm, sowieso unsäglich. Ne? Ich, war, also ich glaube nicht, dass man das gemacht hat, was bei AW gemacht wurde. WWE hatte ja auch schon einen coolen Golfkart-Spot vor anderthalb Jahren im Match Roman Reigns gegen Kevin Owens, Last Man Standing beim Rumble. Ich dachte, das du, sagen, ich dachte du sagst das ist Raven WrestleMania 2000 <laughs> 2001, 2002, wo er fast. Es war, es war, es war X7. X7, also, also 2001. Und, und, ja, und wir eins, können ja auch nochmal Kervin White fragen, alias Chavo Guerrero. wie das Der kennt sich aus mit Golfkarts allerdings. Dementsprechend Dolph Singer auch, der war ja sein Kenny, glaube ich, damals. Richtig, ja, ja. Ähm, ja, nee, das das Match war nichts und ähm, das Finish hat dem Ganzen für mich dann die Krone aufgesetzt. Ich habe nichts dagegen, wenn man so ein Match smart beendet. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Ich hatte ja den 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 Spot erwähnt, als damals ähm, John Cena Batista mit ähm, Ducktape ähm, am Ringpfosten festgebunden hat oder als ähm, Dead Rio Big Show und dann komplettes beerdigt be hat. Da fand ich bei beiden Fällen schon problematisch, dass es immer ein Face war. Und hier war es wieder der Babyface Bianca Belair, die Bailey zwischen die Leiter packt und die Leiter dann am Ende unter den Ringpfosten oder unter das ähm, unterste Ringseil packt, damit Bailey sich nicht mehr befreien kann. Das dritte Match in diesem Abend, wo das Finish nicht eindeutig war und nichts bewiesen hat unterm Strich. Nee, und ich kann beim besten will nicht nachvollziehen, wie dieses Match, ich hatte es gerade noch offen, bei acht 7,85 Punkte hat. Also, nachdem er ich die letzten Wochen sagte, der, der Lack ist ausgegangen, es gab eine neue <laughs> Lieferung. Man hat ihn gesammelt und man hat sich das aufbewahrt. Ja, äh, ja. Ja. Na, scheiße. <laughs> also, die beiden haben, bevor sie dann angefangen haben, <laughs> so zwei direkt hintereinander in, in, in zwei Florianische Fettläppchen getreten. Zuerst haben sie angefangen, nachdem, äh, nachdem sie ja jetzt ein, ein paar Wochen gezeigt haben, wie brutal sie sind und sich auch gegenseitig irgendwo runter und durchwerfen. Fing das dann technisch ein bisschen so an für ein, zwei Minuten, bevor dann das zweite Fettnäpfchen mit Kendo-Sticks angefangen haben. Ich kann keine Kendo-Sticks mehr sehen. Es, es ist slame Kackscheiße. Ich, das war ein Hardcore Plunder Brawl. Und dann bräunen die sich da hoch und dann fahren die da runter. Und dann ist Bailey fast gestorben, weil sie runtergeworfen wurde und den Tisch nicht berührt hat. Autsch. Oh uh, ja. <laughs> das war dann. Okay, es ist ja, ist, ja, ist ja nett, dass sie dann doch ein bisschen die Intensität hochdrehen. Aber. Und dann mitten im Match war es genau das, was ich, was ich an Last Man Standing Matches, bei der WWE so scheiße finde. Wenn du, wenn ich, ich hatte das hier auf meinem Fernseher und ich habe nebenbei was anderes gemacht, weil oh Gott nein, ich werde nicht hundertprozentig meine Aufmerksamkeit darauf lenken. Und dann hörst du nur wieder Ringrechter. One, Two, Three und bei draußen eine Aktion gezeigt worden ist, wo Bailey auf alle Fälle sicherheitshalber bei sechs schon wieder aufstehen kann. Oh, das war richtig richtig mies. Und dann natürlich wieder äh, Game Show Finish, nicht wieder Antwort Frage Antwort. Jetzt habe ich gefordert, ja, Bianca Belair muss jetzt aber den endgültigen Sieg kriegen gegen Bailey. Ich weiß nicht, ob ich das so unbedingt wollte, weil es ist immer ja. noch nichts beantwortet. <laughs> ich will doch einfach nur, dass sie ein Match noch. Ein, 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 ein Singles-Match gegen Bailey gewinnt. <laughs> ich, ich fand das Match schrecklich. Also. Das, das mag ja handwerklich mal nicht das Schlechteste überhaupt gewesen sein. Auch wenn ich jetzt oft genug gesehen habe, und das war speziell bei den damen -Matches, auch bei NXT, dass, dass man sich sehr, sehr zurückhält, was Candlestick-Schläge und sowas eingeht. Und das sieht dann halt kacke aus. Äh, äh, dann mach's gar nicht. Da, äh, Bianca Bela zeigt vor 450-Splash auf den Stühle, aber ein Candlestick durchschlagen oder, oder haut mit den Haaren. Alle möglichen Leute blutig. Aber bei candlesticks Sticks. Ich, ich, vielleicht bin ich auch einfach über candlesticks drüber. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Das ist. Mit dem Sandman sind candlesticks für mich gestorben. Ähm, also, Ruhe oh, Frieden, Sandman. Nein, du bist nicht tot, Sandman. Alles gut. Ich hoffe, du hast ein gutes Leben und meinetwegen hast du Sandman. Hast du eine, eine Sandman-Sammlung zu Hause? Meinetwegen auch das, aber eine Kendo sammlung Aber ich kann es nicht mehr sehen, persönlich. Und hier war so viel. So viel von den Sachen wo ich sowieso dem Ganzen nichts abgewinnen kann. Das war in einem Match drin. Ich, ich kann verstehen, ich kann die Wertung, glaube ich, verstehen, wenn du eine ganz bestimmte Art von Wrestling magst. Aber, aber das, das ist doch so überwältigend, dass die nee, drittmeist bewertete Match ist und dann eine 7,84 hat, finde ich dann doch ein bisschen überraschend, sagen wir es mal so. Ich fand das... Wow. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja cool. Yay, yeah, danke. Und ich bin ganz, ganz positiv überrascht, dass es anscheinend hier insgesamt jetzt bei uns beiden und auch im Chat und generell dann da, da doch die klaren und kühlen Köpfe ein wenig äh, dann doch äh, sich bewährt haben. Was dann auch noch scheiße ist, Franchise, dass ja Bianca Belair gewonnen hat. Hätte Bailey gewonnen, Hätte der Tiebreaker gezählt und den hättest du glasklar gewonnen, weil du warst fünf, sechs, sieben Sekunden drüber, also je nachdem, wann du stoppst, aber ist egal, die Zuschauer haben drei Minuten 26 gesagt. Das ist weit drüber mit der Carrion Cross-Entrance-Zeit. Deswegen herzlichen Glückwunsch an die Zuschauer. Ihr habt einen Punkt, zwei zu eins zu 0 zu 0 im Tippspiel. Also auch noch das e tüpfelchen drauf, ey. Zurückblickend ärgere ich mich dann schon, dass ich mir dieses mit ausgesucht habe, weil die anderen beiden Matches, wo es offener war, hat, haben ja diejenigen gewonnen, die, also die, die Alternativen gewonnen, quasi. Und hier, ich habe nicht wirklich an Baileys geglaubt. Ich habe das auch während der Veranstaltung mir nochmal so überlegt, dass es eigentlich ziemlich blöd war, auf Bailey zu tippen und auch der ganze Matchverlauf hat nicht ähm, darauf hingedeutet, dass das irgendwie anders kommen könnte. Ich habe mich dann gefragt, wo war denn eigentlich Damage Control? Waren denn Baileys beste Freunde während des Matches? Ich meine, hier gibt's keine Disqualifikation oder sonst irgendwas. Ne? Warum haben die nicht geholfen? Wie wir vorher sagten, mehr, mehr als vier Damen sind nicht erlaubt. Ne? Sch ja, dir ist aber klar, dass das Women's Sex im schon eine Frau geleitet wurde? Die zählt nicht. Vermutlich. <laughs> <laughs> ja, nee, mit solchen Argumenten kann ich nicht mehr. Also, da bin ich raus. <laughs> Gut, dass ich dich so überzeugen konnte. Äh, ja, ja, nee, jetzt geht's in, in, ins Wargames-Match. Ich, ich, fre, ich freu mich schon, wenn da ein Kendo-Stick. Reingeschoben wird, der auch noch eingesetzt wird. Warum macht man nicht eine Extreme Elimination Chamber mit Wargames? Ne? Aber es hat ja auch Wargames schon, wo Sachen drin waren. Das geht doch. Der Ring ist doch, du kannst doch unter den Ring gehen. Also, Wargames pff. ist ja auch. Gab, Nein, du kannst. Wenn, wenn, ist es nicht so, wenn sich das. Nee, nee, das war Lethal Lockdown mit dem Dach, was sich senkt. <laughs> das war Lethal Lockdown, genau. Ich kann mir die letzten Wargame-Switches hatte doch immer Gegenstände drin. Ja klar, weil die, weil die ganzen Leute, die reinkamen, irgendwas mitgebracht haben. Richtig, ne? genau. Und in, der, und in der Mitte zwischen den beiden Ringen war dieses Stahl, äh, diese, diese Stahlplatte, damit die Leute nicht dazwischenfallen konnten. Weiß jetzt nicht, ob, äh, ob das besser oder schlechter ist, aber ja, äh, es war klar, dass, dass, dass das Wargames-Match der Frauen werden wird. Das war ja klar. Es ging dann eher nur, wer sind Personen 4 und 5 in, in jedem Team quasi, ne? Also auf der Face-Seite habe ich da eine ganz klare Vermutung. Wenn, zwei Rückkehrten. wenn sie da sind. Ich glaube, also das, das passt für mich gerade so gut in dieser Konstellation. Das, äh, ja, wenn sie sie nicht kriegen, dann sind immer noch äh, Raquel, Rodriguez und. Äh, das ist richtig gesagt. Klar. Ja, geil, ne? Ich, ja, ne? Und, äh, ja, Charakter, ja, Charakterentwicklung hier. Und die andere Name, Shotzi, genau, die hatten ja auch gegen, äh, Damage-Control-Matches. Das heißt, wenn man nicht Naomi und, und äh, äh, Sasha Banks bekommen würde und Becky Lynch ja wahrscheinlich noch verletzt ist, dann sind es wahrscheinlich die beiden. Und dann kannst du auch Ron Smack dann auf eine Seite irgendwie bringen gegen alle von Damage-Control. Äh, ja, du kannst doch bei, bei, ähm Gut, doch noch großartig. Will dann ist eigentlich auch Quatsch. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es hingehen soll. Mit ähm, ich glaube, morgen noch Bock, weil die gerade durchtreten wie Sau. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nee, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich auf Wargames freue. Ich, ich hoffe, dass das, dass das auch vorbei ist, weil diese unsägliche Fähigkeit schon seit dem SummerSlam reicht dann halt auch irgendwann mal wieder. Ne? Ähm, Damage Control, hatten wir auch schon besprochen, ist weit weg von ähm, oder weit weg davon, die äh, in sich <laughs> entdeckten Erwartungen irgendwo zu erfüllen. Ähm, da können jetzt alle langsam mal ein neues Kapitel aufschlagen. Und am Ende, ja, Sascha Banks und Naomi werden sich dann vielleicht die Titel von Damage Control wiederholen, wenn sie dann zurückkommen, wovon ich aber tatsächlich aktuell stark ausgehe. Aber Iris, Sky und Asuka haben sich doch auf Japanisch angeschrien und das ist die beste Promo des Jahres. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja. Und dann? Oh nee! Bray <laughs> Wyatt! Ich, hab, ich dachte, wir könnten zum Main-Event kommen. Bray Wyatt. <laughs> Bray Wyatt kommt raus, es ist beeindruckend, der Lichter, wuh, spooky, cool, geil, ich sag weiterhin, inszeniert ist das ganz toll, Daumen nach oben. Und dann redet er und effektiv sagt er nichts. Er sagt halt, oh, das ist der echte, er hat die gleiche Promo wie bei SmackDown gehalten. Nee, das ist der echte Bray und, will und danke und A ah und O, oh. der Face-Teil eben von Bray Wyatt, bis dann X kommt, was uns. Mysteriöserweise suggerieren soll, dass er halt eine Split-Personality ist oder es da noch mehr werden. In dem Fall war es wieder Onkel Howdy, der geredet hat. Und äh, Weil hat das, diesmal nicht nach, das, das klang diesmal nicht nach Onkel Howdy, das klang diesmal einfach nach Barry White. Diese, diese zweite Promo. Whatever. Ich glaube, es wird Threads auf Reddit geben, die ganz genau sezieren, was hier die Implikationen dieser Promo sind. Auf jeden Fall wurde eben gesagt: Ray, du musst deine Maske abziehen. Zieh deine Maske ab. Ah. Und dann ging er wieder. Und das war's. Und was hat das gebracht? Plus zehn Minuten auf der äh, Pay-Per-View-Zeit. Ich, ich. Ich fand persönlich, ganz ehrlich, dieses Alexa Bliss sieht kurz. Dieses, dieses Symbol von Bray Wyatt hat mir persönlich mehr gebracht in Sachen, diesen Bray Wyatt-Charakter in bestehende Storyline- und Hierarchiekonstrukte einbauen, als dieses 10-Minuten-Blabla-Segment. Ich habe ja gehofft, dass man hier irgendwas Besonderes bringt, weil es ja ein Special, also Premium-Live-Event ist. Sich irgendwas mal weiterentwickeln würde. Aber du sagst jetzt, es war exakt das gleiche wie bei SmackDown. Bray White redet, kommt der Umschnitt zu Onkel Howdy, der erzählt irgendwas Mysteriöses und dann war es das. Das gleiche gab es auch schon bei seiner rückkehr promo wo er auch sagte: Ich bin der echte Bray White und so weiter und so fort. Ihr gefällt es, dass ich böse Dinge tun kann. Das habe ich zu dem gemacht, was ich bin. Bla bla bla. Habe ich jetzt schon dreimal gehört. Ich mag das bisher, diese Präsentation, aber irgendwann muss man sich mal was Neues einfallen lassen. Ne? Und ich weiß eben nicht, ob die WWE weiß, wo es denn hingehen soll. Was man denn eigentlich vorhat. <laughs> denn wenn mich eins die letzten Wochen ähm, gelehrt haben, ist, dass auch Triple H nicht immer Long-Term-Booking <laughs> im Kopf hat und das auch er nicht immer die allerbesten Ideen hat. Nee, ich, also das funktioniert, glaube ich, derzeit nur noch, gerade weil es so neu ist. Aber man braucht echt so langsam mal ein bisschen. Gib mir was. So ist das halt. Existent. Ich finde immer noch atmosphärisch, ohne Frage. Und gut, dass er nicht Fiend ist, sondern dass er Ray Wyatt ist, aber dann sind da halt noch Onkel Howdy und Masken Riot und was weiß ich. Und immer noch diese Sorge, dass man das ganz hart verhaut. Bisher ist das halt nett. Aber diese Show ging zu dem Zeitpunkt halt auch schon knapp an die drei Stunden. <laughs> und da musste dann schon noch was kommen was einige Kohlen aus dem Feuer holt. Und zum Glück, <laughs> zum Glück, gab es das Undisputed WWE Universal Title Match zwischen Roman Reigns und Logan Paul. Und ich kann nichts anderes sagen als Hut ab. Also, ne. Wir haben uns oft genug jetzt hier schon über Logan Paul unterhalten und was, was er für ein schlechter Mensch er zumindest war. Es geht ja jetzt anscheinend auch in eine positivere Richtung im Gegensatz zu seinem Bruder, der immer noch verranzt und verrotten ist. Aber der ja scheint ja so ein bisschen zumindest einen besseren Weg einzuschlagen. Und wir haben ihn ja jetzt schon zweimal gesehen und die Hoffnung war halt da, okay, hier wird man eine Menge Smoke and Mirrors machen, sodass man eventuelle Schwächen kaschieren kann. Aber hier gab es eben beides, weil man keine großen Schwächen irgendwie kaschieren musste. Natürlich ist er nicht Daniel Bryan oder Chad Gable oder wer auch immer. Aber alles, was er gezeigt hatte, hatte Hand und Fuß. Er hat es geschafft, in meinen Augen, die Spots, die er offensichtlich gelernt hat, gut zu zeigen. Und ich finde, man sieht schon, dass er zumindest Interesse daran hat, im Wrestling auch sich ein bisschen auszuleben und kreativ zu zeigen dieses die Musik zwischen den Noten zu spielen ne also immer so Kleinigkeiten ne? ein bisschen bisschen mit der Crowd zu spielen und und, und das eben zu füllen ich habe das hier schon gesehen und für jemanden der ja sein drittes Match gezeigt hat in in anderthalb Jahren äh, ist das unfair gut besonders wenn du eben im Roster Leute hast und damit meine ich jetzt nicht nur Dominic Mysterio die gefühlt seit Zehn Jahren oder so sich da rumtreiben und bei NXT rumdümpeln. Alia zum Beispiel. Die, die hat natürlich auch nicht die Plattform, wie sich ein Logan Paul bekommt, um Gottes Willen. Aber immer Ziel erfüllt, geile Spots gezeigt. Ich hatte Spaß, ihm hier zuzugucken. Athletisch unglaublich, dieser Kerl, wie er, wie er das Top Rope kliert, wenn er durch die Gegend springt. Wie er eine astreine Bugshot Lariat zeigt. Der. Der, äh, der, der Selfie-Frog-Splash durch, durch das Kommentatorenpult. Natürlich, klar, für, für die WWE das Beste, was er machen konnte. Also, weil er jetzt eh ausfällt, äh, konnte er sich da auch noch selbst zerstören, quasi. Aber, äh, ey, Hammer, also Hut ab. Das, das ist ein also, absoluter Sieg für Logan Paul. Also, es ist schwer hier irgendwas groß zu kritisieren, in meinen Augen. Ich hätte im Vorfeld nie gedacht, dass das Match 25 Minuten geht. Ja, da hat man äh, natürlich, man hat natürlich auch gezogen in einem, so, so, ne, mit, mit den Eingriffen und mit den ganzen Sachen. So, aber es waren 25 unterhaltsame Minuten. Ohne Frage. Ähm, es war mutig, das so zu bringen. Zum einen, weil du halt mit Logan Paul jemanden hast, der erst sein drittes Match worked, man in so einem Moment auch zugestehen müsste, dass er vielleicht ein bisschen nervös ist. Ich meine, dritte haben den größten Titel der Welt an dem Main Event. Vor, vor Tausenden von Zuschauern in einer Arena, also. Richtig, und dann war es auch mutig, Bezug darauf, dass man Roman Reigns ein bisschen beschützen musste, weil ich meine, der muss jetzt hier eine halbe Stunde gegen den vergleichsweise Rookie antreten und muss diesen gut aussehen lassen bis zu einem gewissen Grad. Gleichzeitig darf er aber auch nicht schlecht aussehen. Das hat man alles verdammt gut bewerkstelligt. Roman Reigns für mich sowieso hat, also, Logan Paul hat aufgrund seiner Moves beeindruckt, aber Roman Reigns Spiel mit der Crowd, wie er so ein Match einfach auch in der Crowd lesen kann, ist einfach Weltklasse. Also, diese kleinen subtilen Dinge, wie er mit der Crowd eben auch gespielt hat, und genau in genau den richtigen Momenten versucht hat, sie auch gegen sich aufzubringen, vor allem für Logan Paul auch Jubel zu erzeugen, was dann eben funktioniert hat, was aufgrund von Logan Pauls Persönlichkeit auch nicht so einfach ist, auch wenn die saudi da vielleicht ein bisschen einfacher ist, als jetzt die Durchschnitts-Amerikanische Crowd wäre, das ähm, wäre natürlich auch gesagt, aber das war richtig, richtig stark. Logan Paul, man sollte jetzt natürlich immer noch ein bisschen auf die Bremse treten, ne? ich meine, der kriegt Matches, große Matches, er kriegt dafür Zeit, und kann sich nur auf diese Matches vorbereiten, das kann man nicht vergleichen mit dem Wrestler, der wöchentlich on Tour ist, ja, viel mehr Möglichkeiten bekommt, auch mal was falsch zu machen. Ne? Wer nichts macht, macht keine Fehler. Ne? Der klassische Spruch. Und deswegen, ja, Logan Paul ist athletisch unfassbar talentiert. Jeder Move sitzt aber punktgenau. Ich war vor allem einfach von seinem Superman-Punch gegen Roman Reigns. Der war ja wirklich, so, hätte nicht besser treffen können in dem Moment einfach. Und auch die ganzen Top-Rope-Moves und so weiter und so fort. Das ist schon fantastisch. Ein Selling ist gut, ist sicherlich noch ein bisschen ausbaufähig in manchen Punkten, aber prinzipiell ist das auch schon ähm, sehr weit fortgeschritten. Ne? Der Mann hat einfach ein Grundtalent und Verständnis fürs Wrestling. Und Roman Reigns hatte eben hier in dem Moment den perfekten Gegenspieler, mit dem er halt ein athletisch gutes Match auf die Beine stellen konnte. Er hat, wie gesagt, er hat viel für Logan Paul eingeschickt, er hat viel für Logan Paul gesellt. Das muss man ihm eben zugestehen. Am Ende kann man sich zu bestreiten, ob es vielleicht ein paar Eingriffe zu viel waren, mit eben Logan Pauls Bruder, mit seiner Entourage da am Ring und auch mit ähm, der Bloodline, die eben eingegriffen hat. Ähm, aber es war im Vorfeld zu erwarten. Ich meine, mit der Pressekonferenz, die man davor gehalten hat, war ja auch all das absehbar. Und am Ende hat aber Roman Reigns, das ist der Unterschied zu vielen anderen Matches, nicht gewonnen, weil Eingriffe waren, sondern im Gegenteil, die Eingriffe haben sich ja die Waage gehalten. Am Ende Roman Reigns ist immer noch der bessere Mann einfach ist. Ne? Das steht völlig außer Frage, dass er momentan immer noch besser ist als Logan Paul. Das war mit Abstand das Match of the Night. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat den Event gerettet bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, wäre das ein Stinker geworden, hätten wir hier zwei, drei Punkte im Schnitt weniger gegeben, als wir es am Ende jetzt müssen. Ja. Ähm, ja, richtig, richtig gut. Also das, wie man im Vorfeld gesagt Logan Paul und Robin Reigns bestreiten eines der besten WWE-Matches des Jahres. Und das war es für mich tatsächlich ähm, als Gesamtspektakel gesehen. Hätte ich das so nicht geglaubt. Ich freue mich, dass ich mich da hätte geirrt. Und ich freue mich auch auf weitere Logan Paul Matches. Ne? Man muss immer angucken, wie es auf Dauer funktioniert, ob er irgendwann ein regulärer Teil des Rosters wird und so weiter und so fort. Aber als Special Attraction mit dem richtigen Gegner dann weiß man jetzt, was man bekommt und weiß, drauf, dass man sich darauf freuen kann. Ja, wenn, im Optimalfall wäre es halt wahrscheinlich so, jetzt die beiden Paul Brüder gegen die Usos, wenn man das so weiterziehen möchte, bei WrestleMania oder so. Ähm, ein? Ja, eine Option. Ja, ich weiß, bei WrestleMania möchte ich gerne das Sammy sehen und Kevin Owens gegen die beiden sehen. Ja. Exakt das. Bin ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, man hat ja die Saat gelegt. Ich, man muss wieder sagen, Roman Reigns hat einen Rock Bottom gezeigt. Immer mal wieder Evin. Für... Also das war kein Rock Bottom. Das war ein Ur uranagi. ich weiß. Ich hab's, äh, haben ja die Kommentatoren Michael, Michael Cole hat auch Rock Bottom gesagt, das war sicherlich auch mit Absicht. Sollen ja. ähm, ja. Speed Sheet Music macht natürlich Sinn, weil ja die, die Trainingsclips von Shawn Michaels hier gezeigt wurden. Natürlich der, der Springboard-Superman-Punch in Bitte? Switchit Music war der einzige Move, ich meine, der hat der noch durch, durchgezogen, aber der sah auch nicht gut aus im Ansatz. Nein. Da hat er das Timing nicht, aber da wusste er wahrscheinlich auch nicht so richtig, weil er wusste ja genau, der Move wird geblockt. Das, das ja. war so eine kleine Nuance, wo du gesehen hast, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, äh, der, natürlich der, dieses dieses Bild der Götter, der, der Springboard-Punch gegen Roman Reigns das Punch von unten. Äh, ist natürlich was, was du theoretisch ja. überall jetzt hin, hin kleben kannst, ne? Äh, Ball habe ich auch schon gesehen. Also irgendwo Ball Z dahingehend. So ja, Solo Sikoa auch wieder einen prominenten Platz bekommen. Äh, als, als Equalizer, der auch groß prominent gezeigt wurde eben. All-around Victory. Ich. ich wenn es nicht sogar eines der besten Roman Reigns und interessantesten Roman Reigns Matches seiner Titelregentschaft ist, habe ich wir haben ja in der Preview drüber gesprochen, das ist für mich sehr highlightarm ist. Das war definitiv eins und äh, das ist das ist das freut mich sehr. Roman Reigns weiter Champion. Die Crowd hat es noch mal ein bisschen nach oben gehoben. Die Crowd hat auch exzessiv für Sammy gechantet, was man smart eingebaut hat, wenn er schon nicht kommen kann, wenn man schon mit dieser Scheißsituation irgendwie umgehen muss. Dann war das ganz nett, wie Roman Reigns sagte: Ihr, ihr, ihr verdient Sami Zayn gar nicht. Äh, ganz nett gelöst für eine sehr ne, eine Situation, die man halt nicht anders lösen kann. Aber ja, mit einer siegreichen Bloodline endete hier Crown Jewel 2022 nach knapp dreieinhalb Stunden <laughs> ähm, meiner Show, die dann ja nicht ganz so geil war. Du hattest einen fantastischen Main Event. Du hattest äh, zwei gute Tag Team Title Matches. Kann jeder, glaube ich, unterschiedlich sehen, ob er es gut findet, ob er es nicht gut findet. Ich glaube, da, da, ne, da hat jeder vielleicht andere Ansprüche. Und dann hattest du eben das Last Woman Standing Match, wo es ja anscheinend doch einige gab, die es gut finden. Ähm, es gab jetzt keinen Stinker bis auf das Cage Match. <laughs> Aber. Ja, Brock Lesnar gegen Bobby Lashley, wir haben uns mehr erwartet. Ähm, das ist vielleicht so das, das, äh, das Motto des Pay-per-Views, während man sich vielleicht bei allen anderen Matches so ein bisschen mehr erwartet hätte oder generell mehr erwartet hätte. Der Main Event, der, war, der hat overdelivered. Und äh, ja, oft kommt es darauf an, dass, dass ist das Vierbe dass, dass ist das Match, wo die Augen drauf waren. Und das war das gute Match. Also insgesamt gesehen dann wohl doch ein Hit. Ich meine, sowieso für die Kassen der WWE. Ne, wenn man immer wieder hört, dass irgendwie bisher äh, die, die Saudi-Einnahmen mehr äh, gebracht haben als alle WrestleMania-Ticketverkäufe oder so, das sind mal wieder die Dimensionen, in denen man hier rechnet, was das eigentlich äh, für wichtige Events sind, ohne die die WWE halt echte finanzielle Probleme tatsächlich teilweise haben würde, um eben weiterhin positive Zahlen so berichten zu können, wie sie es ja immer wieder tun. Ja, muss man nicht gesehen haben, die Show. Ich meine, wenn ihr euch aus, aus moralischen und ethischen Gründen sowieso sagt, ich muss die Show nicht sehen, dann kann ich sagen, ihr habt nicht viel verpasst. Der Main Event ist in meinen Augen schon guckenswürdig. Aber das würde ich allen sagen. Auch wenn ihr WWE-Fan seid und sagt, mir ist diese ganze Saudi-Arabien-Situation nicht so wichtig, ähm, dann würde ich euch trotzdem auch nur wieder den Main Event empfehlen. Weil es außerhalb dessen nicht so viel passiert ist. Ihr spart euch vielleicht an der, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen Frust. Muss ich zu diesem Zeitpunkt jetzt diesen Pay-Per-View unbedingt haben? Ich würde sagen, nein. Das war halt eine Logan Paul-Roman Reigns-Show mit einer Undercard. Und nicht unbedingt, weil Fäden gerade enden mussten. Dafür ist dann Survivor Series da. Hätte es diese Show nicht gegeben, hätte man auch geradlinig zu Survivor Series weiter aufbauen können. Und man hätte vielleicht ein bisschen interessantere, geradlinigere Fäden. Aber äh, Logan Paul gegen Roman Reigns, das, wofür man den Pay-Per-View guckt und kauft. Guckt euch dieses Match an ihr äh, Lust und Zeit habt. Ne? Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den Rest bist du nicht gesehen. Ne? Die beiden Tag Team Title Matches, ja, die waren auch noch okay, aber auch die nichts von, von großem Mehrwert tatsächlich. Ne? Und der Rest der Card war durchschnittlich bis enttäuschend. Ne? Also wenn ich aber, wenn, wenn ich den Kampf gegen tatsächlich, mhm. spiele, dann, dann sehe ich, dass Joe Beckett gegen Cross 6,1 Punkte umrechnet, drei Sterne hat. Gut für euch, wenn ihr es gut fandet. Ich kann es nicht nachvollziehen, was ihr an diesem Match fandet. Ne? Also, also der, der Opener war eine herbe Enttäuschung, der war nicht schlecht, aber der war eine Enttäuschung. Aber John McIntyre gegen Kevin Crossbar war nicht gut. Ähm, Braun Strowman gegen Omos und Judgment Day gegen, ähm, gegen den OC war Durchschnittskost. Also und, und, und Bianca Belair gegen Bailey puh, war halt harter Tobak. Ne? Man kann da offensichtlich seine Freude draus ziehen. Einige haben es getan nicht, ich musste ganz oft in den Kopf schütteln und so bleibt ein Event unter der Kategorie irgendwann halt eben auch gesehen und vergessen. Na klar, du hast das große Stadion, du hast den, 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 den Saudi-Event eben, der immer noch ein bisschen raussticht im Pay-Per-View-Kalender, du hast ein fantastisches äh, Universal-Title-Match gehabt im Main-Event, Ach, ansonsten, wie du schon sagtest, gebraucht hätte ich den Event nicht. Er hat auch nicht wehgetan, das würde ich auch nicht sagen. Aber am Ende mehr als 5 bis 6 Punkte würde ich dann nicht geben. Und das ist schade, weil ich möchte Premium Life Events eigentlich nicht mehr geben, weil sie eben Premium sein sollten. Also schon was Besonderes haben. Und das fehlt mir halt da einfach ein bisschen. Ne? Und Booking-technisch fand ich halt auch viel Mist. Ne? Das Lesson und Lashley finish. Da hast du nichts geklärt. Du hast nichts geklärt gehabt McIntyre gegen Cross. Nichts geklärt im Last Woman Standing Match. Alles so Dinge, wo ich mir gerade nach Triple H's Übernahme ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Gradlinigkeit, ein bisschen mehr Vehemenz gewünscht hätte. Ne? Das ist immer noch WWE, das ist immer noch Sports Entertainment, das werden wir dir nie rauskriegen und ich mag das auch tatsächlich bis zum gewissen Grad, aber einfach logischeres, gradlinigeres Booking. Das habe ich eben hier das erste Mal wieder auch in Summe echt vermisst bei WWE, nur seitdem Triple H übernommen hat. Ja, Papa H ist halt nicht, äh, nicht, ne, auch, auch jeder Vater hat seine Schwächen, ne? Oh, jetzt gehen wir hier, aber... Um. Und auch Papa H. hat seine Probleme. Wie fandet ihr Crown Jewel? Interessante Verteilung bei der Frage, habt ihr Crown Jewel gesehen? 54% haben es, sich, haben es sich live angeguckt. Das halt nur geht, weil es Samstagabend war. Äh, 18% haben sich die Veranstaltung komplett im Nachhinein angeguckt, wo ich mir so frage, warum? 9,1% ausschnittsweise und 18% gar nicht. Wie? Würdest du Crown Jewel bewerten? Und da haben wir eine Wertung von 5,24, was derzeit der schlechteste Triple H Pay-Per-View ist. Äh, die Kurve geht nach Clash at the Castle rasant nach unten. Wir gucken mal, ob die Survivor Series diesen Trend brechen kann. Wargames-Matches werden ja allgemein sehr positiv aufgenommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm welches Match hat den Leuten bei Crown Jewel am besten gefallen, Franchise? der Main Event. Genau. Mit wie viel Prozent? Sag mal gleich, 85. 77 nur. Wir haben noch ein bisschen Bianca Belair gegen. Wir haben, wir haben bis 11 Prozent mit Bianca, Be Bianca Belair gegen Bailey. Das ist das zweitgrößte Pizzastück. Jo, der Luck. der Luck. Einmal Brawling Brutes gegen Usos, einmal Asuka. Und Alexa Bliss gegen Damage Control, also auch ungefähr so, wo wir lagen. Hype Level! Wir sind ein bisschen höher als vor Crown Jewel, aber der Zickzack-Trend geht doch irgendwie nach unten, wenn man sich das Ganze mal anguckt. Es ist ja immer so, dass der Hype nach dem Pay-Per-View meist ein bisschen höher ist als vor dem Pay-Per-View, weil allgemein bei der Preview geht man meist auf den Hype des Aufbaus ein und bei der Review auf den Hype durch den Event. Aber trotzdem, der Trend seit Clash at the Castle ist. Die Zickzack-Linie geht nach unten. Wir gucken mal, ob dieser Trend auch gebrochen werden kann. Survivor Series ist ja auch nur zweieinhalb Wochen weg. Zweieinhalb? Anderthalb, zweieinhalb. Zweieinhalb Wochen weg, genau. Ja, ja. Ganz genau. Anderthalb Sonntag. ist ein anderer Event. Anderthalb ist ein anderer Event. Und ich weiß nicht, wo, wo der Hype-Level derzeit steht bei dem Event. Da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Ähm, eure Kommentare haben wir auch ein paar gekriegt. Äh, wenn man Paul gegen Reigns rausschneidet, haben wir eine der vielleicht schlechtesten Weeklies als Premium Live Event verkauft, die man aktuell so bringen kann. Die Show wäre abgesehen vom Main Event noch geschenkt zu teuer gewesen. Hart. Ähm, jo, mit Skip der Promos und Werbung erträglicher Premium Live Event fühlt sie sich nach Verwaltung an. Bel Air und Bailey wollten zu viel. Omos gegen Strowman war besser als erwartet. Aber auch Cross gegen Drew. Second Screen und maximal vier Punkte. Saufi war schon besser. <laughs> Im, Gro Im Großen und Ganzen nichts Besonderes, aber hier und da ein paar solide Matches und nette Momente und ein sehr guter Main-Event. Äh, vier Wochen, in vier Wochen weiß man nur noch, dass Logan Paul dort ein Match hatte. Äh, WWE, wo aus einem Käfigklettern deinem Erzfeind mehr zusetzt, als in dessen Auto zu crashen. True. Ja, Johnny Gargano-Joke, natürlich, weil er ja weiterhin. Äh der Ritter des Rechtes. Eine Show, die alles andere als schlecht war, aber dennoch wenig bei mir auslöst. Main Event ausgenommen. Toll war aber, Teile der Show live zu schauen. Und? WWE sollte das Feast of Fire Konzept übernehmen. Nein. Da kann jemand wie Austin Theory einen schicken Koffer gewinnen und man weiß direkt, ob er verkackt. Äh, Logan Paul, größer CM Punk. Ja, nein. <laughs> so. Also. Nein. Generell irgendwelche Direktvergleiche mit anderen Wrestlern. Es ist, man kann es nicht vergleichen. Ich habe kurz versucht es anzureißen, warum man es nicht vergleichen kann. Es, es funktioniert nicht. Ich, eine Frage stelle ich dir aber mal. Logan Paul oder Pat McAfee? Wer ist besser? Pff, technisch, <laughs> auf technisch auf jeden Fall Logan Paul. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, Pat McAfee ja. kann, kann ein bisschen besser mit der Crowd umgehen, würde ich sagen. Pat McAfee kriegt ja auch von der Crowdy gewünschten Reaktion und das ja. hilft ihm halt wahnsinnig. Ne? Ja, weil er auch nicht, ein also weil er halt keine Historie hat als größtes Arschloch der Welt für einen gewissen Zeitraum, äh, würde ich dir aber glaube ich zustimmen. Ja. Äh, Saudi Events fordern immer Ignoranz der Umstände, aber sonst war ich gut unterhalten. Logan beeindruckt auch, wenn das alles alle Wrestler wie Trottel aussehen lässt, ist natürlich nicht falsch, wenn jemand in dr seinem dritten Match das kann, kann man entweder positiv argument argumentieren und sagen ja, er ist halt Naturtalent oder ja, warum können es denn die anderen nicht so gut? Ne? Warum, warum sind denn die anderen nicht solche Talente? Ja, kann man so und so tatsächlich sehen, aber ich glaube, du musst ein bisschen beim Wrestling halt auch diese Logik ausschalten. Ja, musst du, vor allem, weil es ja auch einfach eine Sache ist von, von, von Körperbeherrschung, von Athletik, ne? Wie bist du auch einfach gebaut und gestrickt? Ja, das, ja. Das, 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 Logan Paul ist da halt gesegnet, muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Klar. Ähm, Lesser hatte echt keinen Bock, der Rest war okay, aber man verpasst auch nichts. Und Crown Jewel war über die meiste Zeit eher durchschnittlich und unbedeutend, aber das wild segment und der Main-Event hat die schon nochmal geholfen und die Werte nochmal um ein paar Stufen nach oben geschraubt. Siehst du, also wir sind da in der Minderheit mit dem. Was heißt in der Minderheit? Du bist ja auch noch sehr zufrieden mit. Du bist ja auch noch zufrieden mit Bray Wyatt, beziehungsweise was passiert, aber es sollte sich verändern. Wir schauen mal, ob sich was verändern wird. Was sich allerdings verändert hat, beziehungsweise was aufgefallen ist, ist die Abwesenheit eines ganz bestimmten Mannes, nämlich Austin Theory. Austin Theory hat sich gedacht, ich mache mal was. Denn am Ende der montägigen Monday Night Raw-Ausgabe gab es eine Open Challenge von US-Champion Seth Rollins. Bitte. Das ist ganz wichtig. Seth Rollins hat eine Open Challenge gestellt. Ja. Jeder ohne Bedingung abnehmen konnte. Ja, aber da wurde er unterbrochen, weil dann Bobby Lashley auf den Tron kam und hat gesagt, ey, nee, Mustafa Ali war zuerst zu sehen. Er hat gesagt, ey, ne? Er will ja die ganze Zeit, er, hat, er versucht sich ja schon immer wieder in dieses US-Title-Picture reinzureden. Die Leute sagen immer, ja, ja, komm, geh ins Catering. Und äh, da kam Bobby Lashley dazu und ne, der hat dann Mustafa Ali attackiert und dann prügeln die sich eben so ein bisschen. Man hat danach allerdings gesehen, dass Bobby Lashley klar oben auf ist, weil er ist Bobby fucking Lashley. Und der beantwortete eben die Open Challenge von Seth Rollins. Seth Rollins ist face, weil er entzückt war, dass Bobby Lashley rauskommt. Alles klar, Bombe, machen wir. Ähm, ja, und die beiden brawlen dann und, und brawlen und brawlen. Und dann gibt es das Spinebuster durch den Kommentatorenpult. Und Lashley wird raus eskortiert. Und geht. Und dann kommt da ein wilder Austin Theory an. Und. Er, er, er strunkelt halt so durch die Gegend, er wird ein bisschen schief von, von Adam Pierce angeguckt, keiner reagiert so wirklich. Er ist halt da. Und dann sagt der Ringrichter plötzlich: Austin Theory is cashing in his money in the bank briefcase. Und er casht ein. Und natürlich Seth Rollins total zerstört. Und Austin Theory, man denkt, er könnte jetzt was reißen. Er hatte zwar ein Match gegen Shelton Benjamin. Aber who we'll cares about Jadon Benjamin? Uh, nicht wirklich viele. Austin Theory hat das Ding in zwei Minuten gewonnen. Ich sehe übrigens, dass bei dieser, bei dieser sieben Match langen Monday Night Rausgabe fünf Matches nicht bewertet werden können, weil sie unter fünf Minuten waren. Daumen hoch für Papa H. <laughs> es, es kommt, also, ich war ja am Anfang kein Fan davon, dass jedes Match über eine Viertelstunde gehen musste. Und jetzt macht man sie wieder komplett andersrum. Mittelweg <laughs> wäre doch gut. <laughs> ja. Ja, ist richtig. Auf jeden Fall gab es dann eben dieses Match und das Match hat man dann versucht in diesen fünf Minuten halt so Cash-In mäßig dramatisch wie möglich darzustellen. Es gab Pedigree von Austin Theory und und und. Äh, aber natürlich kommt dann Bobby Lashley wieder raus und der zieht den Ringrichter raus nach dem A-Town-Down und dann hat äh, äh, Austin Theory ihn angeschrien und Bobby Lashley hat sich gesagt, fick dich hat ihm den Hurtlock gegeben und dann kann sich Austin Theory äh, wieder in den Ring retten, bevor der Count zu Ende war. Frisst den Stomp. Eins, zwei, drei. Seth Rollins weiterhin US-Champion. Austin Theory kannst du direkt äh, verkaufen für kein Geld der Welt mehr. That's it. Das war Austin Theory. Danke. Auf Wiedersehen. Äh, also. Ich war ja schon negativ, indem ich gesagt habe, er wird erfolglos gegen Roman Reigns eincashen, ja? Aber er hatte nicht mal die Plattform, um gegen Roman Reigns einzucashen. Er durfte dann gegen Seth Rollins eincashen, was ja prinzipiell halt schon. Ne ich versuche das Positive zu finden. Es gibt aber nicht viel Positives. Von tausenden Optionen, nicht der größte Champion. Open Challenge. Bobby Lashley ist der Dreh- und Angelpunkt im Main Event der Show von Raw und verliert logischerweise den Cash-In auch noch. Da kannst also das ist von Tausenden Möglichkeiten wahrscheinlich die schlechteste. Ich habe das gelesen <laughs> äh, am Dienstagmorgen. Ich habe einfach nur gelacht, äh, weil. Ja, ich auch. <laughs> auf, auf genau all den Ebenen, die du gerade beschrieben hast, so absurd war einfach. Also, was, was, was bewegt Austin Theory dazu, seinen Koffer gegen den US-Champion einzucachen? Mir wurde vorher nicht mal erklärt, dass man das gegen den US-Champion überhaupt kann. Vielleicht ist es ja auch noch so ein Swerve. Das wäre auch so wie ne? Wenn am Ende rauskommt, äh, das war gar nicht legitimiert, es ist ja ein World Title Match. So eine Scheiße traue ich der WWE auch zu. Also am Ende nächsten Montag ist es alles wieder, worüber wir gerade reden, ad absurdum geführt. Ne? Wenn ich daran denke, Mist war ja vor ein paar Jahren genau das Gleiche. Das hat ja als dann John Morrison für ihn eingekasht hat und er dann den Koffer noch bekommen hat und nochmal dann später eincachen durfte. Oh Gott. Deswegen, es wäre typisch WWE, wenn man das am Ende auch wieder unter den Tisch fallen lässt. Austin Theory war seit Koffergewinn noch nicht bereit für diesen Spot. Deswegen kann ich diesen Aspekt dieser ganzen, ähm, ja, gerade, ja, den kann ich ja positiv bewerten, dass Austin Theory den Koffer los ist, weil dieser Mann ist kein World Champion Material. Ist vielleicht US Champion Material. Man merkt, man, dass er war vor kurzem ja auch noch US Champion. Das heißt, er kann den Titel ja auch ohne Koffer gewinnen. Er braucht den Koffer dafür auch gar nicht. Wie gesagt, dass er die Open-Challenge einfach angenommen hat. Klar, da kann man natürlich sagen, da ist Seth Rollins nicht geschwächt. Ja, 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 da. Man diesen Punkt, den, den kann man noch wegargumentieren. Aber einfach, dass er nicht den World-Title wollte, dass er dann am Ende dem Bobby Lashley-Shinanigan zum Opfer gefallen ist. Das hat mich sehr an den Baron Corbin-Cashin damals gegen ähm, Jinder Mahal erinnert, als dann Cena Corbin davon abgehalten hat, ähm, erfolgreich seinen Koffer einzulösen gesagt, Austin Theory, wenn das nicht noch so aufgelöst wird wie gerade, was ich, was ich persönlich nicht wollte, ist es, steht er da für mich wieder letzte Lappen? Wenn es das wirklich war mit seiner Money in the Bank Run, dann frage ich mich, wen hat der Backstage in den Kaffee gepinkelt? Äh, selbst wenn Triple H nicht von Austin Theory überzeugt ist, ist es eine harte Degradierung. Diese ganze Behandlung am Montag war eine krasse, krasse Degradierung von Austin Theory zurück zum bestenfalls mit Kader eigentlich schon in den, auf dem Weg Richtung Main Event war. Wie gesagt, ich halte von Austin Theory nicht so viel wie manche andere. Ich finde den okay, bei weitem nicht mehr. Und die WWE hat gerade einen Roster mit, mit Talenten, die brauchen Austin Theory nicht im Main Event. Äh, aber das, was da am Mund ist, das, das, das war im Prinzip merkenswerter als fast alles, was wir bei Crown Rule gesehen haben. Und äh, ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht tatsächlich. Das, ich bin zumindest interessiert, ich bin neugierig wie man aus dieser komischen Geschichte noch was für Austin Theory stricken will weil eigentlich ich habe es auch auf Twitter zu dir glaube ich geschrieben als Antwort eigentlich kann sich der Charakter davon nicht mehr erholen ich sag's mal so für mich ist gar nicht mal so schlimm äh, obwohl doch schon schlimm aber ich ich sehe was Leute sehen an Austin Theory ich bin auch nicht der große Fan von ihm aber auch einfach nur weil er mich zu mich Tode langweilt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jedes Jahr mache, aber ich sage es immer wieder, wenn Money in the Bank mal wieder vorbei ist, du kannst die WWE nicht mehr Money in the Bank machen lassen. Und ich, jetzt, jetzt sagen die Leute, ja, doch, wenn man es richtig macht, es wird aber nicht richtig gemacht. Wir haben dieses Konzept 17 Jahre lang. <laughs> Und wie viele sind, wie viele Runs sind wirklich gut? Fünf, vielleicht? Ich weiß nicht. Was ist ein positiver Run? Der Rob Van Damme Run, ist der positiv? Ich weiß es nicht. Das war der zweite. Ich weiß es nicht. Also irgendwo hört es auf. Irgendwo hört es auf und irgendwann finde ich es dann lächerlich. Man muss Money in the Bank aus mehreren Blickwinkeln betrachten, denke ich. Ne? Also zum einen der Run mit dem Koffer selbst, der ist selten gut. Da stimme ich dir zu. Ne? Der Money in the Bank-Kofferträger wird selten stark dargestellt. Ähm, was an sich schon mal ein Problem. Ja es, ist ja, es ist ja ein das Meme, ich, ich dass, ist. Meme, dass wir sagen: Hey, der Kofferträger hat verloren. Ja, ist immer so. Bei Matches, solange er den Koffer trägt. Und, und, und dann ist es eben noch zu bewerten: er Hat derjenige sich mit dem Money-in-the-Bank-Gewinn am Ende als Main-Eventer etabliert, nachdem er den Titel gewonnen hat? Also ist er Main-Event geblieben. Dafür gibt es genug positive Beispiele. Das muss man ja sagen. Also, da kann ich dir haufenweise oft sehen die eben das als Sprungbrett genommen haben. Aber das ging so bis. Bei 16 war der letzte. Alles, was danach kam, war nicht mehr, nicht mehr im Sinne des man in der Bank-Koffers. Ne? Du hast dann eben einen Brock Lesnar, der das mal gewonnen hat. Ein Baron Corbin, der einen scheiß Run hatte und dann ähm, fehlerhaft eingecascht hat. Äh, du hattest Otis. Wie mehr musst du gar nicht sagen. Und bei den Frauen ist der Koffer meistens nach nicht mal einem Tag wieder weg, <laughs> weil es schon eingecascht Mag das Konzept des Money in the Bank-Koffers. Ich finde es immer noch gut, dass du neben dem Rumble so einen zweiten Shortcut im Jahr hast, wo, wo ein neues Talent sich etablieren kann. Aber wie du schon sagtest, wenn man es eh nicht richtig hinbekommt, dann kann man es ja halt auch bleiben lassen. Ich, ich habe hier gerade die Sieger der Money in the Bank-Koffer drauf Und ich möchte jetzt nicht alle durchgehen, aber. Warum fragst du mich nicht? Ja, klar, damit ich, weil ich es wissen muss. Ich will es ja sehen. Ich, ja, ich aber weiß, wenn weiß, ich, aber ich jetzt Leute erwähne, die durch Money in the Bank... Etablierte Main Eventer wurden. Ich glaube, über Edge brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Das war sein der Start von Edge. Oh. Rob Van Damme ist ein What-If-Szenario. Äh, <laughs> ne, das, das. Als nächstes, CM Punk würde ich vielleicht noch werten lassen, obwohl ich glaube, äh, doch, das war das Sprungbrett in den Main Event. Das lasse ich schon noch zählen. Äh, ja, bei Jack Swagger nicht mehr. <laughs> nee, Jack Swagger nicht. Kane, um Gottes Willen. Daniel Bryan, da hat er sich zum ersten Mal The doch. The davor noch. Ich, ich dachte, er hätte vorher schon mal den World Title gefunden. Okay, The miss gebe ich dir. Daniel Bryan würde ich. Das war sein erster Titel gewinnen, ne? Ja, gebe ich dir auch. Äh, ja, Dolph Ziggler hat nicht lange gehalten und der war nie im Main-Event etabliert, aber der Moment war awesome, muss man halt sagen. Ähm, Seth Rollins. Dean Ambrose. Dann hört's auf. Und mit, mit Mühe und Not. mit Mühe und Not. für eine gewisse Zeit würde ich noch Carmella sagen. Ja gut, wenn du die da noch mitziehst, ja. Ey. Na, aber dann hört's auf. Das war's. Und das sind jetzt sieben von siebzehn? <laughs> ist trotzdem keine ganz schlechte Zahl. Ne? Ja, das ist unter also, 50 Prozent. <laughs> Du merkst, halt auch es, es bis 2016, also bis vor sechs Jahren war das war die Quote noch deutlich besser. Man hat es in den letzten Jahren halt krass versaut. <laughs> ja, und, und, ja, und es ist jetzt sechs Jahre schief gegangen. Und ab wann macht man denn, sagt man dann einfach alles klar, Ende? Leitermatches Matches kannst du immer bringen, aber ich sag, ich sag mal, letztes Jahr hatte ich Hoffnung. Zu Recht. Zu Recht, als Brock Lesnar bei Day One kam, ja, weil man dann sich dazu entschlossen hat, zu sagen, die nee, Big E funktioniert nicht. Ja, das ist auch der größte Mittelfinger, den ich euch geben kann. Aber und ich hoffe, und ich, und ich hoffe bei Big E tatsächlich, dass ich also erstmal hoffe, ich, dass er wieder fit wird, dass das der Nacken wieder komplett ausheilt. Ja, und dann hoffe ich sehr, dass Triple H smart genug ist, zu wissen, dass er da einen unfassbaren Star an der Hand hat. Das aber ich, ich kann die, die negativen Aspekte. Und das sind ja meist immer Monate. Das überwiegen einfach. Und das für was? Für, für einen Pop bei einem Cash-in, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt, weil zum einen, ne, hält the contract for one day, held the contract for two hours. Das ist derselbe Show, da hat man gar nichts von. Und dann verbuckst du halt diese ganzen Run. Das, ich meine, das ist ja ein Running Gag, aber dann machst aber, aber jetzt sind wir dabei, dass du aus diesem Cash-In auch nichts mehr machst. Und das jetzt seit sechs Jahren. Meiner Meinung nach gehört dieses Ding begraben. Das es ist das Ende. Weil die WWE es nicht kann. In richtigen Händen könnte Money in the Bank Gold wert sein. Mit den richtigen Leuten. Money sein, ne? Na, absolut. Könnte Money, the, Money sein. Die, das, das Szenario des Überraschungs-Cash-Ins machen ja andere Ligen dann auch positiv. Oder machst du draußen ein gesichertes Titelmatch irgendwo? Ich persönlich finde, finde find auch das ein. Ein, ne, ich bin kein Fan vom Royal Rumble. Wenn ich jetzt aber mal unabhängig von Tradition und was auch immer dahinter steckt, sagen würde, welches Match würde in deinen Augen jemanden mehr legitimieren für einen Shot, würde ich dann sagen, wenn jemand ein Six-Man-Ladder-Match gewinnt, ist es besser, als wenn jemand eine Battle Royale gewinnt. Aber persönlich gesehen. Aber wir machen das Ganze jetzt 17 Jahre lang. Die Erfolge sind natürlich große Erfolge, ohne Frage. Und es reicht ja auch meist aus, wenn es einer davon in, in, in etlichen Jahren wird. Aber wir hatten es jetzt. Sechs Jahre lang. Und einer davon natürlich, oder zwei davon waren Covid-Cash, äh, äh, waren, waren, waren Covid-Probleme natürlich noch okay. Davon werte ich persönlich nur diese ganze Asuka-Otis-Missgeschichte. Ne? Asuka, gut, da, da war es eben mit Becky Lynch, dass der, sie da die Titel gewinnen musste. Und bei OTIS war es halt anderweitig äh, problematisch, weil es ist halt OTIS. Und dann kommt der Miss. Und dann ist es alles egal. Ähm, äh, äh, hört auf, lasst es sein, bitte. Also, ihr habt. Mach was, rotiere King of the Ring wieder rein, meinetwegen. Oder irgendwas anderes, denkt euch was Neues aus, aber ein eight man match bei WrestleMania könnt ihr auch unter anderen Bedingungen zeigen. Machst einen aber One-Contendership-Spot für den nächsten Pay-Per-View oder so. Aber dieses, dieses Koffertragen, das ist jetzt, in meinen Augen, muss man es jetzt sein lassen. Es, es gab ja auch schon mal jetzt Meldungen, ob man das nicht wieder bei WrestleMania bringt. Äh, was auch im Zusammenhang so ein bisschen steht, tatsächlich mit ähm, Nikan, der ja Money in the Bank als Big Five etablieren wollte, indem er es auch im Stadion ähm, veranstalten lässt, was ja in diesem Jahr schon schief ging, weil man nicht genug Tickets <laughs> verkauft hat in Las Vegas. Ähm, ich persönlich fände das <laughs> ganz cool bei WrestleMania dass du einen Tag das Damen- und einen Tag das herren money in the bank leader bringst. Weil ich einfach sage, da dadurch wertest du die Karte auf. Du hast eine sinnvolle Beschäftigung für, für die Mitkader. Du kannst dir die Battle Royale vielleicht wieder schenken, die ähm, eh mehr interessiert. Und ja, bei WrestleMania, finde ich, wirkt das noch ein bisschen anders. Ne? Money in the Bank an sich ist immer ein cooler Event gewesen. Aber ich verbinde jetzt mit Money in the Bank mit dem Pay-Per-View hat auch automatisch immer beschissene Behandlung des Koffers der letzten Jahre und ich kann mich da halt einfach nicht mehr drüber freuen. Zwischen, ne? wie gesagt, letztes Jahr war eine Ausnahme, weil wieder erste Show mit Zuschauern und weil BG e und so weiter und so fort. Oh. Aha. Gute Zeiten, einfach gute Zeiten. Aber jetzt ist es ist wirklich durch das Thema und ich habe auch jedes Vertrauen verloren, dass ähm, das gut wird. Wie gesagt, bin nicht böse, dass Austin Theory nicht World Champion wird. Nein, überhaupt nicht. Das, böse ist, das, das ist das Positive an der Sache. Die, die Gefahr, einen anderen, vielleicht schlimmeren Fehler zu begehen, ist einfach weg. Aber das ist halt nichts Positives. Das ist die, die, die am wenigsten schlimmste tödliche Verletzung, die du haben könntest. Ne? Egal, Schaden ist, ist jetzt entstanden. Und ja, also. Und es ist natürlich auch gespött, ne? weil es ist ja niemand, der. Es wird ja nirgends groß positiv rausgehauen, sondern man sagt jetzt: äh, endlich ist es vorbei. Und das ist nie was Positives. Das ist ja. Ja. Und man hat ja zuletzt auch gar nicht mehr, zuletzt ja bei Crown Jewel damit gespielt, jetzt auch gar nicht mehr. Also man wollte ja, also das war ja wirklich das unzeremoniellste, äh, Clash of the Castle meine ich, ähm, das war ja das unzeremoniellste, was du machen konntest, um aus der Theory hier dieses Ding abzunehmen. Also nicht mal bei NXT oder so, wo er dann wenigstens gewonnen hat und dann vergisst man es halt einfach, ne? nein? Nee, also das war, also das ist, wow. Wow. Es ist, ne, um es positiv zu enden, es ist vorbei. Das ist das Positive. Ähm, Money in the Bank ist damit aber auch wieder vorbei. Und wir, wir gucken mal, wann und wie es denn im nächsten Jahr, wenn überhaupt, stattfinden wird, alles fragen. Also ich gehe davon aus, dass es stattfinden wird, aber es muss ja erstmal angekündigt werden und dann auch eben wo. Ja, aber so viel noch zu der Special WWE Corner, weil das muss wir besprechen, dass das vorbei ist, weil ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Und es war ja auch äh, letztendlich bei Money in the Bank eine der Dreh- und Angelpunkte, dass er es gewonnen hat. Ja, genau. Und generell muss man sagen, momentan Raw. Uh, wenn, wenn ich nur noch zwei Namen erwähne: Mad Riddle und Elias. Äh, äh, Johnny Garganos Main Roster Präsenz. Ähm, uh, Triple H. Du doch noch einiges zu lernen. Ja. Was halten wir von Seths neuen Haaren? Ja, die sind wieder blond. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas ändert. Das ist besser, als wenn er sich die Hälfte seiner Haare oder ein Drittel blond färbt und das dunkel lässt. Äh, ja, Seth Rollins ist halt mit seinem Outfit sowieso immer relativ schräg. Ja, das ist ein gemein, nicht, ja. Also Eben, ich, ich finde es ich jetzt nicht gut oder nicht schlecht, mir ist einfach egal. Franchise, heute ist der 9. November. Und äh, natürlich habe ich wieder ein bisschen in die äh, Good Old Wrestling Box gegriffen. Was sagt ihr? Deadly Games. <laughs> äh, 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 äh. Komm ich nicht gerade drauf. Survivor Series. Oh, das war, das war, das war, ich, so, ja, die, ja, die, das, die waren 98. 98, 98. stimmt. 98. Das war letzte Woche. Äh, egal, es war trotzdem Survivor Series, aber es war Survivor Series 2000. Was sagt ihr? I did it for the rock. Genau, es das bedeutet, dass man versucht hat, Rikishi zu einem Main-Eventer zu machen und deswegen gab es dementsprechend bei SmackDown anderthalb Wochen vor der Survivor Series ein Tag-Team-Match zwischen Rikishi und Triple H auf der einen Seite und Steve Austin und The Rock auf der anderen Seite, klingt erstmal nach einem fantastischen Main-Event, wundere mich, dass die Entrances aber angefangen haben, zehn Minuten bevor die Show endete. Als die Entrances dann vorbei waren, das war als The Rock dann rausgestürmt kam, um Rikishi und Triple H gleichzeitig zu attackieren, weil auf Steve Austin hat man nicht gewartet. Äh, ja, gab es dann einen Brawl und sie brawlen, da kommen die Radicals rein, und die brawlen dann mit Steve Austin und The Rock, während Triple H halt weggeht oder so im Sinne von Haha, Mastermind. Und dann endete das. Gott, ist das scheiße, was so passiert. Bei den Reclouds gab, die wir uns bisher raus, oder die ich mir bisher rausgesucht habe. Also. Es ist die Attitude-Error. Mhm. Ja, ich glaube, im Gesamtkontext gesehen ist so eine Show wahrscheinlich kurzweiliger als das, was wir heute bekommen. Ne? Aber es ist halt auch viel mehr Schrott dabei. Weil das Survivor Series 2000 meine, dann kann sich natürlich... Ja, habt ihr ja reviewed mal im Cagecast? Haben wir das? Ach, war Rays Wunsch. Warum? Also, Ray sagte damals, glaube ich, dass das die erste Veranstaltung war, die so auf Videokassette hatte, die er irgendwie da sich ständig angeguckt hat. Stone Cold Steve Austin gegen Triple H, no Disqualification Match, noch 35 Minuten. Holy ja, fuck ich glaube, war das nicht das, wo, wo das Steve Austin Triple H umgebracht hat vor laufenden, vor laufenden Kameras, mit dem, weil er sein Auto hat, runterfallen lassen oder so. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau, aber das sind halt die beiden Schlüsselmatches gewesen, die dann anderthalb Wochen später stattfinden sollten. Apropos in anderthalb Wochen. Oh. Denn dann findet die nächste Großveranstaltung statt, über die wir sprechen werden. AEW, All Elite Wrestling. Wir gehen mal wieder auf die andere Seite des Wrestling-Krieggrabens quasi, um uns mal anzugucken, äh, was Brawlout denn so alles zerstört hat und wo sich AEW derzeit befindet. Es ist eine komplett andere Situation, als wir das letzte Mal über AEW gesprochen haben. Ich meine, das ist meist so, weil die AEW-Pay-Per-Views eben sehr weit entfernt voneinander, voneinander sind, aber. Äh, ich bin sehr gespannt, was, was, was es sozusagen gibt zu Full Gear, äh, zu den Matches, zu den Main Events, zu dem, was angekündigt ist bisher und noch angekündigt wird, weil Full Gear hat derzeit auch noch nicht so viele Matches, meine ich. Ich glaube, drei? <laughs> Nein, fünf! Sorry, aber eins davon ist ja in Frage. Es gibt John Moxley gegen MGF. Ne, der casht seinen Chip ehrenvoll ein, wie das ein MGF so tut. Wir haben das Rematch zwischen Acclaimed und Swerve in Our Glory. Wir haben Tony Storm gegen Jamie Hater. Da freuen sich natürlich alle, alle Fans von Jamie Hater drauf, dass sie tatsächlich die Chance bekommt und verlieren wird. Es gibt ein Four-Way-Match um den Ring of Honor World-Title mit Chris Jericho, Brian Dennis Claudio Castagnoli und Sammy Guevara. Kann man machen. Also ist erstmal vor dem Namen her natürlich eine große Sache. Und das Finale äh, eines Turnieres, weil AW veranstaltet gern Turniere. Aber das macht AEW ja. Jeden Winter war dann das Organ das, war, war dann das, das Argument, was man mir entgegengebracht hat. Was bei zwei ja, man, 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 Es gibt ja inzwischen auch keine wirklichen Ratings mehr. Ne? Nö. Dann finde ich das mit dem Turnier dann das mit den auch besser. Ja, ja das ist gut. ich weiß aber nicht. Ich, ich, ich weiß ja schon den nächsten Number One Contender, bevor ich den ersten überhaupt abgehandelt habe. Gib mir doch ein bisschen, lass doch mal ein bisschen wirken. Und in einem Jahr, wo ich zwangsmäßig schon so viele Turniere hatte. Lass doch mal ein bisschen wirken, bist du bei AEW halt völlig falsch. Korrekt. Ich, ich meine, ich bin ja auch ein Freund von Wrestling, deswegen finde ich AEW auch toll. Aber es man kann es halt schon anfangen zu mimen, ey AEW, do you like a tournament? Another tournament. Dann ab geht's, noch eins. Uh, das ist so ein, so ein dauer wie Ted Long und uh, one yeah, on one yeah, with yeah. The Undertaker. ja, oh, yeah. six Tag Team match oder One-on-War -one mit with The Undertaker. Hm, wir haben bald eine Special-Show. Was machen wir? Pay-per-view, uh, Tournament-Eliminator. Auf geht's. Uh, ich bin AW aber nicht böse. Sie haben mir ein Katsuyori-Shibata-Match letzte Woche gebracht. Also uh, alles <laughs> gut, alles okay. Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche. Was auch immer dann heute Abend noch angekündigt wird. In der nächsten Woche müssen wir tatsächlich mal gucken, wann wir aufnehmen. Ich kriege Donnerstag tatsächlich Besuch. Ich weiß nicht, wie die Zeit bei dir so aussieht. Ah, ich hab, wir haben am ja Mittwoch diesen unsäglichen Feiertag. Okay. Unsäglichen Feiertag ah, in Sachsen, für den wir stimmt. Pflegeversicherung bezahlen möchten äh, monatlich, was total <laughs> dumm ist. <laughs> ähm, und äh, ich habe dann noch Urlaub die nächsten beiden Tage. Also ich weiß noch nicht so richtig. Wir, wir, wir gucken mal. Wir, wir werden schon. Wir werden schon irgendwas für unsere Zuhörer auf die beiden stellen. Äh, ich meine, äh, nur damit ihr es mhm. wisst: Nächsten Donnerstag kommt äh, der gute Ray vorbei. Und äh, am Samstag geht es Niedersachsen Cup gucken, in Wolfenbüttel in der Lindenhalle. Sag das, Hallo, lässt wenn... Rest, das, das lässt sich Wrestling-Pures -Drain. <laughs> <laughs> ähm, Sagen wir es mal so, äh, wir haben uns unterhalten, ob wir nochmal ein Wochenende irgendwie ein bisschen zocken und dies und das machen wollen und da sagt man natürlich, auch wenn Ray jetzt nicht mehr der größte Wrestling-Fan ist, äh, ey, wollen wir das nicht mit einem Wrestling-Event verbinden? Ich habe ihn tatsächlich auch das, äh, das Dezember-Anniversary WXW-Wochenende vorgeschlagen. Das wäre wieder kuschelig hier geworden, aber äh, nichtsdestotrotz er hat er gesagt, La, lass mal lieber November machen, äh, auch wegen Weihnachten, dies und das, bla bla bla. Und deswegen kommt er jetzt vorbei. Das bedeutet, Donnerstagabend ist dann natürlich, halt, äh, du kennst Ray, bla bla. Ähm, w -w wird Ray plötzlich zum Weihnachten Nein, 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 also, nein, nein. Jetzt wird es unglaubwürdig. Ja, ja, bla bla halt. Kennst Ray. Äh, schöne Grüße. Und der kommt Donnerstagabend hier Hi. vorbei. Das heißt natürlich, wenn wir das vielleicht Freitag machen sollten, kann es sein, dass ich hier einen Gast habe der da sitzt, der wird aber nicht am Podcast teilnehmen, weil der eh keine Ahnung hat. Aber äh, das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem hier äh, eine Preview zu machen, wann auch immer. Du hast Urlaub, das heißt, du bist ein bisschen mehr äh, terminlich vielleicht irgendwo hier und da oder nicht verfügbar. Wir kriegen das auf alle Fälle. Es wird eine Preview geben, äh, wo wir dann über AW sprechen. Optimalerweise natürlich nach Mittwoch, weil wer weiß, wie viele 20 Matches noch angekündigt werden am Mittwoch. Ähm, ich ich gehe von, geh von einer Matchcard von 13 bis 14 Matches aus. Ey, äh, W-Tony Khan-Style. Ne? Es ist der letzte pay per view des Jahres. Wir haben noch Winters coming, aber dann haben wir auch nicht mehr so viele Special Events. Wir ja, schauen mal. Vielleicht, äh, ich, ich hätte mich ja gefreut, wenn's, wenn Shibata gegen Danielson angetreten wäre. Das kann es jetzt nicht geben, aber äh, das Roster ist noch voll. Da passiert noch einiges. Wer weiß, wer vielleicht zurückkehrt in den nächsten Wochen auch. Äh, CM Punk ist es nicht. Adam Cole könnte es sein. Also, äh, äh, Tony hat sicherlich für uns noch einiges in der Hinterhand. Meist zu viel. Darüber sprechen wir aber in der nächsten Woche. New Japan Hype Level hat sich nicht groß verändert. Es gab eine Show, die war ganz, die war ziemlich gut. Aber jetzt ist halt November, Dezember. Das heißt, die Tag-Leaks fangen an. Erstmal gibt es noch einen netten äh, New Japan Cross-Stardom Historic Crossover Mega-Event. Der wird nochmal geil. Dafür muss man aber, wenn man es kaufen will, nochmal 35 Euro extra bezahlen. Ich denke nicht. Äh, jedenfalls nicht, nicht monetär zumindest. Ähm, ja, so viel aber zu Cagecast. Das war die 407. Ausgabe. Danke, Franchise. War wieder nett, äh, dich jetzt auch mal sehen zu können wieder und nicht zeitverzögert. Das hat wunderbar geklappt. Technik ist ein komisches Viech, warum das letzte Woche nicht geklappt hat. Keine Ahnung. Ich nick ist ein komisch Ding. Ja, aber okay. ich bin natürlich wieder sehr gern hier, wie immer. Ja. Und ja, nächste Woche gucken wir mal, was zu AEW abgeht. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Restwoche. Heute ist Mittwoch, morgen Donnerstag, dann ist die Woche auch schon größtenteils äh, rum. Ich wünsche euch dann ein schönes Wrestling-Wochenende. Ich habe meinen Kalender hier gerade nicht offen, deswegen kann ich euch nicht sagen, was am Wochenende stattfindet. Äh, Moment, ich mache mal offen. Habe ich an diesem Wochenende ein Wrestling-Event eingetragen. Natürlich DDT Stardom. Viel Spaß. Freitag kommt Pokémon raus, falls euch das interessiert. Ich hab's hier stehen, weiß nicht, ob ich es mir kaufe. Äh, Denke schon, aber das kommt raus. Und dann ist das vorletzte Vom 1-Rennen des Jahres. Auch noch richtig krass. Der letzte Bundesligaspieltag vor dieser unsäglichen Werben. voll Das wird natürlich auch wieder ein Hit hier werden. Ähm, ist also ein volles Wochenende. Genießt es auf jeden Fall. Guckt ein bisschen Wrestling. Nächstes, nächste Woche dann unser Preview zu Full Gear. Wie gesagt, jede Woche gibt es irgendwie Podcasts bei uns, weil dann ist auch schon, schon Survivor Series. Wieder am Samstag, eine Woche später. Genauso wie Full Gear. Full Gear. Podcast after Podcast after Podcast. Podcast after Podcast after Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Restwoche. Fuck Martin Guerrero, das habe ich letzte Woche vergessen, diesmal nicht. Äh, Grüße an Fanny natürlich, an unseren Papa, der hat alle Hände voll zu tun. Äh, Grüße auch an, äh, keine Ahnung, alle anderen da draußen, die sich gegrüßt. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, falls ihr Geburtstag hatte und was auch immer. Guckt Wrestling, bleibt gesund, bleibt sauber. Macht's gut. Und bis zur nächsten Woche. Und wir sehen.